Horchen Sie auf, lehnen Sie sich zurück und hängen Sie ab. Denn jetzt, endlich, gibt's eine neue Folge von Stricker TV. Heute begrüßen wir einen besonderen Gast, und zwar einen Facebook-Friend von mir, den ich befreundet habe, weil mir gefallen hat, was er zum Thema Libertarismus gesagt hat. Und zwar war er einer von den Liberalen oder Libertären, der ganz sachlich und nüchtern und freundlich argumentiert hat und nicht angefangen hat, ins Extreme zu kippen, wie man so manchmal erlebt, wenn man auf Facebook postet. Und die konstante Freundlichkeit und Sachlichkeit hat mich überzeugt. Ich habe dann herausgefunden, er ist berühmt. Es ist der DJ Mike Candice. Und er ist so nett gewesen, er ist uns in ein bescheidenes Studio besuchen gekommen. Und er sitzt jetzt mir gegenüber. Und meine erste Frage an Mike Candice: Sollen wir mit Libertarismus anfangen? Oh genau. Je, machen wir ein bisschen Warm-up. Okay, ist es heiß unter der Nein, nein. Er hat mir im Vorgespräch gesagt, die Frage kann ich nicht mehr hören. Also ja. Fangen wir etwas anderes an. Mich nimmt Wunder, wenn heute jemand DJ werden will, kann man mit purer Qualität, hat man da zwingendermaßen einen Durchbruch oder muss man auf Social Media aktiv sein oder Connections haben, wenn jemand jetzt House-DJ werden will? Ja gut, die Frage ist mit purer Qualität, was heisst das? Ich meine, pure Qualität am Mischpult, weil man weiss, wie man zwei Lieder zusammen mischt und gute Übergänge macht, das langt garantiert nicht, weil das interessiert heutzutage eigentlich gar niemand mehr. Ja, wie du sagst, es fängt an mit Social Media. Das ist momentan wahrscheinlich mehr wert als alles andere und wichtiger als alles andere. Musik produzieren gehört auch heutzutage sehr dazu und dann live einfach eine gute Performance machen, aber es geht wirklich nicht mehr darum, wie mische ich jetzt ein paar Lieder zusammen, was eigentlich vor 20, 30 Jahren der DJ war. Sondern es geht darum, produziere ich gute Musik, verkaufe ich die über Social Media gut, verkaufe ich mich als Marke gut und mache ich auf der Bühne nachher auch eine gute Show, dass die Leute das Gefühl haben, hey, es hat sich gelohnt, an dem seinen Auftritt zu gehen. Wie, ist das an der WM oder der EM, wo da der, so ein berühmter DJ aufgelegt hat? Und dann habe ich als Nicht-House-Fan hat dann einfach gesehen, wie der da auf den Plattenteller rummacht und so. Und ich habe gefunden, was ist das? Ist das Show oder macht er wirklich etwas? Nein, der macht natürlich nichts, aber das ist ja eine Fernsehübertragung, Fernsehaufzeichnung oder live, ich weiß nicht wie. Der kann ja gar nichts machen, dort läuft eins oder zwei Lieder. Und was will dann ein DJ machen? Ein DJ macht ja eigentlich de facto auf der Bühne nichts anderes als eine fertige Playlist, die er vorher zusammengestellt hat, abspielen. Mhm. Und was will ein DJ machen, der zwei Lieder spielen kann an einer Fernseh-Live-Sendung? Der kann einfach sein Lied spielen und nach drei Minuten sagen: So, danke vielmals, das erste Lied, ich spiele jetzt noch mein zweites und dann drückt er nochmal Play. Und dann muss man nachher so tun. Dann muss man natürlich so tun, also, weil ich meine, wenn er dort steht, die Handynose sagt, und sagt: Danke vielmals für die 100.000 Franken jetzt, findet es die Leute vielleicht nicht so lässig. Ja. Aber das ist ein bisschen. Hat sich halt so entwickelt. Ich habe auch schon Fernsehauftritte gehabt. Ich habe schon bei RTL Fernsehauftritte gehabt, und ich einfach musste drei Minuten lang. Mhm. Den da machen, ole ole, und jetzt alle klatschen und hopp und hopp und hopp. Aber eigentlich habe ich wirklich, also die Musik hat genau gleich getönt, auch wenn ich nicht dort gewesen wäre. Oder? Aber es geht ja nur um den Event, dass man den Mensch auf dieser Bühne sieht und findet, der hat irgendetwas mit dieser Musik zu tun. Ja. Ich mag mich erinnern, es hat vor etwa 15 Jahren, glaube ich, ist es gewesen, eine Band in Deutschland, die hat echt geheissen, glaube ich. Und da war eine recht so Newcomer-Band mit charmanten Text, recht einem charismatischen Sänger. Und der Sänger hat im Höhepunkt von seiner Karriere gesagt, er sei mal hinter der Kulisse gewesen und hat den DJ, also sorry, das ist DJ Ötzi, das ist schon nicht verwechseln. Und er hat auf den DJ Ötzi getroffen mit seinem Käppli. Und der hat dann eben den Echtsänger geraten, er muss unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal haben, wie sein Käppli und so. Mhm. Und der Echtsänger hat eben gesagt, er sei nicht sein Ding, er will authentisch sein und so weiter. Und die Band kennt man heute ja nicht mehr, oder? Und die Frage ist wirklich, ist das Show-Element jetzt gerade im DJ-Wesen jetzt bei dir, ist das fast wichtiger als was du eigentlich machst? Das ist enorm wichtig, natürlich, weil es ist durch Social Media, durch den aktuellen Konsum von Videos, Musik, Medien, Künstler allgemein, das ist alles so schnelllebig. Ich meine, die Leute schauen auf Instagram oder auf Facebook, da wird nur noch durchgescrollt. Und wenn du dann nicht rausstichst, entweder durch Musik, die in den ersten 5 Sekunden gerade wirklich toucht, oder eben irgendein Merkmal, hast du eine Maske auf dem Kopf, wie ich jetzt zum Glück vor 10 Jahren schon auf die Idee gekommen bin, wo ich noch nicht mal Instagram hatte, oder? Das war wirklich ein Glücksfall eigentlich. Oder eben ein Käppli oder ein verrückter Tanz oder irgendetwas. Wenn man das nicht hat, wenn man einfach ansteht und sagt, so, ich habe ein schwarzes T-Shirt da, wie 90% der DJs, und ich spiele auch jetzt die lässigsten Top 40 Hits und drücke Play, das interessiert keinen Mensch mehr.
Also Show-Element ist aber sehr ist wichtig. Ja, eigentlich schon immer so gewesen. Ich meine, Kiss in den 80er Jahren, früher der Elvis Presley mit seinen Glitzeranzügen und mit seinem Hüftschwung und ich weiß nicht was. Es ist ja seit es Popmusik gibt. Du musst ein Show-Element haben. Wenn du heute sagst, jemandem sagst, zeig nochmal den Elvis Presley oder den Michael Jackson. Hat jeder ein Bild vor Augen? Jeder ganz genau. Du hast die Frisur, du hast die Kleider, du hast alles. Mhm. Das ist das, was ausmacht. Und das ist heute immer noch das Gleiche. DJs sind halt mehr ein bisschen zu den Popstars geworden. Jeder DJ, der erfolgreich ist, hat irgendein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt ganz wenige, die sich über die Musik definieren. Die meisten Grossen definieren sich auch über ihren ganzen Auftritt. Also mit anderen Worten, dass Rolling Stones in Freizeitklamotten wirklich nicht in Lederjacke rumlaufen, das ist eher unwahrscheinlich. Es hat wirklich mit dem zu, dass ihre Markenkern ist und aufgrund von dem einfach immer so rumlaufen müssen für den Rest des Lebens, wie sie mit 19 rumgelaufen sind. Oder wie der Robert Smith ja heute noch seine Haare aufstellt. Ja, genau. Weil dann auch ein Stück weit noch lächerlich ist nach 30, 40 Jahren, kann man sagen. Aber es gehört dazu. Ich meine, wenn der Mick Jagger plötzlich mal, jetzt muss ich gerade überlegen, es ist nichts Falsches, sage ich, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Aber man hört dann nicht mehr so viel. Das sieht alt aus, aber hat schon. Aber wenn der jetzt plötzlich mit 35 seine Haare komplett abrasiert hat und gesagt hat, ich laufe jetzt nur noch wirklich geschniegelt, ganz normal im Bankeranzug und mit der Krawatte die nächsten 10 Jahre. Ich weiss nicht, ob man das als Stones-Fan so cool gefunden hätte. Oder? Darf ich fragen, wie du in die Selbstständigkeit, das ist etwas Thema, das mir Herzensangelegenheit ist für mich. Ich liebe selbstständig zu sein und ich liebe alles zu unternehmen, dass Leute in die Selbstständigkeit kommen. Und du hast ja das, wann bist du selbstständig geworden? Wie alt bist du gewesen, wo du dein eigenes Geld stabil verdient hast, dass du nicht... Also ja, nur schnell, ich verstehe deine Frage, weil ich habe auch noch ein bisschen recherchiert vor diesem Abend jetzt da und habe ja gesehen, was du alles machst. Du hast ja auch doch 2-3 Firmen am Start, oder, wenn ich das richtig analysiert habe. Finde ich auch sehr spannend. Also das wirklich, ich habe da die paar Firmen angeschaut und Entschuldigung für die Gegenfrage, oder? Aber das ist auch interessant gewesen, nicht einfach nur, okay, du machst das TV und dann noch das mit den Zeremonien. Was ich noch nicht ganz begreifen, aber wahrscheinlich erklärst du mir das noch. Und dann hast du noch das und dann hast du noch das. Und überall, der CEO ist einfach der. Oder und dann stehst du dort oder da. Die Bilder überall und so. Ja. Ist auch noch speziell, aber ich finde es mega cool. Und vor allem, weil ich habe ja am Anfang, da kommen wir später, wenn wir auf Politik kommen dazu, ich habe wirklich das Gefühl, du seist eher ein bisschen links eingestellt. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt schon ein Widerspruch. Jemand, der eigene Firmen, so viele verschiedene Firmen aufbaut, sich stolz als CEO anstellt und sagt, wir wollen für sie erfolgreich sein, sie wollen Geld verdienen, wir wollen Geld verdienen, alles cool, aber ich bin links. Aber da kommen wir nachher drauf. Ich bin gespannt. Wie hat es bei mir angefangen? Ich habe fange mal ganz früher an, Musik gespielt, klassischen Klavierunterricht gehabt, bla bla bla, Bands gespielt, Studio aufgebaut, studiert gleichzeitig, dann habe ich mal ein bisschen... Was hast du studiert? Ich habe zuerst Mathematik und Physik studiert. An der ETH, oder? An der Uni. Die Uni? Die Uni Zürich. Habe ich aber müssen abbrechen, weil ich wirklich zu dumm war, man muss es so sagen. Also ich habe es einfach nicht mehr verstanden. Ich wirklich, man muss sehr gescheit sein, man muss sehr gescheit und sein, und einseitig, ja. Also auf eine bestimmte Richtung gescheit, oder? Also. Sehr speziell einfach. Also ich habe wirklich irgendwann einfach gemerkt, wenn es um Übungen gegangen ist, in der Vorlesung schon bin ich wirklich am Schwimmen gewesen, und wenn es um Übungen gegangen ist, bin ich mit meinen Mitstudenten an den Tisch gehockt und habe einfach gesagt, du, wie würde ich das machen? Und dann schaue ich bei denen auf den Zettel und die haben das alles schon fertig gehabt. In 3 Minuten habe ich gesagt, ist ganz klar, weil das ist so, das ist so, das ist so. Und ich habe gedacht, Scheiße. Ich bin 3 Stunden dran geguckt, habe es immer noch nicht verstanden. Dann musste ich abbrechen. Das ist ein Moment von der Bescheidenheit, der dann auf dich kommt. Das war ein guter Moment. Ja. Ja. Es war nicht mehr ganz so cool, weil ich nach dem ersten Jahr hatte ich die ersten Prüfungen gehabt. Dann habe ich das, kann man das noch ein Semester rauszögern. Dann habe ich rausgezögert. Und vor dem zweiten, also nach anderthalb Jahren, als ich wieder an die Prüfung soll, bin ich tatsächlich noch in die Uni rauf. Also es ist jetzt nicht gerade das Highlight, aber ich kann es ja gleich erzählen, ist als Titel her. Das ist 20 Jahre her. Bin ich an die Uni rauf und bin wirklich draußen gekommen. Ich habe meine Termine schon gehabt für die ganze mündliche Prüfung. Und mündliche Prüfung finde ich so ein Horror, oder? Das finde ich ganz etwas Schlimmes. Und ich bin in den Lift eingestiegen, um in den Hörsaal hineingehen oder in das Zimmer, wie auch immer, wo der Professor auf mich gewartet hat für diesen Termin. Und ich habe im Lift drin, einfach wo der Lift offen ist, wieder den Lift den Knopf runtergedrückt. Ich bin wieder runtergefahren, bin raus, bin ins Auto, bin heimgefahren und gesagt, ich tue mich exmatrikulieren. Das war das Ziel für aber mich. Aber im zweiten Semester? Das war eigentlich das dritte Semester. Ja. Hat schon gelaufen, das dritte Semester ist schon gelaufen und ich habe einfach dort, ich musste die Prüfung machen, sonst wäre ich rausgefallen. Ja. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich kann mich ja selber rausfallen, ich gehe sowieso raus. Oder? Aber die Schmach muss ich nicht mehr haben. Nachher habe ich Sekundarlehrer studiert, auch wieder mit Schwerpunkt, also Naturwissenschaften, auch wieder Mathematik, wieder bei den gleichen Professoren gehabt. Aber dann habe ich den Vorteil gehabt, ich habe alles schon kennt. Oder? Die ersten 2-3 Semester habe ich alles schon kennt. Dann habe ich nachher mehr oder weniger brilliert dort, also mindestens in der Mathe. Im Sport nicht so wahnsinnig, ich wäre wegen dem Sport noch fast rausgefallen. Aber schlussendlich habe ich den Sekundarlehrer abgeschlossen. Also da habe ich das Diplom, das ist safe. Ja. Ich habe eine ähnliche Geschichte. Ich habe 2. Matur gemacht und dann
habe ich direkt gearbeitet bei verschiedenen Firmen. Und dann erst mit etwa 12 Jahren später, mit etwa knapp 40, habe ich gefunden, komm, jetzt gehe ich studieren. Habe ich gefunden, ich wohne in St. Gallen, komm, ich gehe in St. Gallen studieren. Hat mir gefragt, schiess auf Zürich gehen. Dann habe ich gedacht, ich gehe in die HSG, obwohl mich nicht so interessiert hat. Habe gefunden, Fach richtig use, oder? Weil mich interessiert die Sprache und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin Mathe immer gut gewesen, oder? Und dann bin ich dort in die erste Lektion gehackt und dann zeichnet der Lehrer das Summenzeichen, das E, an. Und ich hatte keine Ahnung mehr, wie liest man das, was heisst das. Und dann ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, ich habe 13 Jahre keine Mathe mehr gehabt und hocke jetzt in einem Vorlesungssaal mit lauter Leuten, die am Stück 13 Jahre Mathe hatten. Und da ist mir gerade das Licht aufgegangen, ich muss das Jahr repetieren, weil man hat ja in St. Gallen hat man ein Assessment, da gibt es noch so eine Art Zwischenprüfung, wo man überall mal genügend sein muss. Und ich hatte keine Chance gehabt, ich musste das wiederholen. Ich habe aber bis ins zweite Semester gewartet, bis ich abgebrochen habe. Und jetzt kann ich sagen, Studienabbrecher wie Steve Jobs und Mark Zuckerberg und der Mike Candice. Genau. Ja, und jetzt noch schnell weiter, um deine Frage zu beantworten, wo dann irgendwann das Geld ins Spiel gekommen ist. Oder? Bis eben studieren ist alles noch mehr oder weniger ein bisschen Ferienjobs und so. Aber ich habe gleichzeitig während des Studiums das Studio aufgebaut, immer professioneller und habe auch schon angefangen für andere Leute zu produzieren. Bands, DJs, ich habe von Schlager bis Rock alles gemacht. Also im Hintergrund eigentlich? Im Hintergrund, ja. Mhm. Also ich bin wirklich als Produzent und Songwriter tätig. Da hast du keinen Publikumskontakt, Stars sind andere? Oder? Das sind andere Leute. Oder hast du die Szene dann? Ich habe natürlich schon, ich habe immer noch eigene Produkte oder Projekte am Laufen gehabt, wo ich auch zum Teil selber auf Bühne bin, ein bisschen mit Bands gespielt und zum Teil sogar gesungen habe. Das ist nicht wahnsinnig erfolgreich. Aber ich bin doch einmal auf der S1 gelaufen, eine Woche lang, mit meinem eigenen Gesang. Das ist also das Highlight. Aber sonst habe ich schon für andere produziert und dann ist einfach auf der CD dann gestanden. Damals hat es noch CDs gegeben. Produzent Michael Kuhl. Oder? Ja, für unsere jüngeren Zuschauer, was ist eine CD? Das ist etwas rund, wo glitzert und spiegelt. Ja, ja, genau. Ja. Okay. Ja, und dann hat sich das irgendwann nach dem Studium, habe ich dann gesagt, ich will jetzt aber nicht Schule geben, obwohl ich dann eben als Lehrer abgeschlossen habe, aber das ist wirklich ein bisschen genug gehabt von dem ganzen Betrieb dort. Und dann bin ich zu der Swissair gearbeitet. Das war auch ein tragisches Kapitel, weil ich bin dann tatsächlich noch in die letzten zwei Jahre Swissair reingekommen, habe auf der Finanzabteilung dort gearbeitet. Und bei der Swissair? Ist Grounding rein. Also ich habe das Grounding vom ersten Tag an, von der ersten Generalversammlung bis zum letzten Tag, wo sie dort den Schlüssel dreht, haben miterlebt. Und das ist sehr, sehr, sehr eine tragische Geschichte. Also wirklich eine tragische Geschichte. Ich habe die Stiftung gemacht bei der Swissair. Und ich bin zwar nicht mehr bei der Firma gewesen, aber es hat mir das Herz gebrochen, weil dass der Name Swissair weg ist. Wer das erlebt hat, dem tut das weh. Das ist schlimm. Zum Glück haben wir den Roger Federer, der nachher ziemlich direkt die Lücke geschlossen hat. Und jetzt haben wir doch wieder eine Visitenkarte in der Welt. Okay, eben. Sport, wie gesagt, ist nicht so mies. Also, warum aber es ist bitter gewesen. Aber, ja. Das ist sehr bitter gewesen. Also vor allem für die Leute. Ich meine, ich war ja dort noch jung gewesen, vor 20 Jahren oder 18, 17 Jahren. Aber dort hat es Leute natürlich in unserer Abteilung gehabt, die sagen wir, kurz vor der Pension waren oder so. Und die das mit Herzblut 20, 30 Jahre dort geschafft haben und die haben dann einfach brüllen tagelang dort in den Büros. Also das ist wirklich, und die sind wirklich, was plötzlich geheißen, du für dich kommst kein Rappen mehr über, ist alles weg. Das Geld ist weg, Lohn ist weg, Job ist weg, alles ist weg. Wir Jungen haben es relativ gelassen genommen. Aber dann, das ist wirklich so ein bisschen schicksalsmässig gewesen. Ja, das ist eigentlich noch, ja, in der Rückblick das ist ein cooler, gewesen, cooler Moment so Wirtschaftsgeschichte, ja. Ja, aber auch für mich, muss ich sagen, das ist wirklich der Moment gewesen. Ich bin nachher auch wieder so schön, plakativ, man könnte eigentlich einen Film machen über mein Leben, ich muss mir das mal überlegen. Falls du mal Lust hast, irgendetwas zu organisieren. Kurzfilm gibt es ja schon viel, oder? Musikvideos. Ja gut. Nein, aber ehrlich, das ist wirklich wie aus dem Bilderbuch gewesen. Es hat dann irgendwann geheißen, so, alle, die jetzt den Job nicht mehr haben, jetzt Montagmorgen um 8 Uhr über ins andere Gebäude, ich habe am Balzberg gearbeitet, dort am Flughafen. Da sind irgendwie 2000 Leute sind ins andere Gebäude über, wirklich. Völkerwanderung, oder? Dort über Schlangen gestanden. Und dort hat es geheißen, dort haben wir irgendwie 20 Schalter aufgebaut von Leuten, die Formular ausfüllen für die Arbeitslosenanmeldung. Dass nicht alle aufs Amt, auf Gemeinde rennen, oder? Haben die dort einem geholfen, neue Stellen suchen und eben, wie man sich anmeldet, zum Stempeln und so. Und ich bin in dieser Schlange gestanden, wieder so ein Moment wie im Lift an der Uni. Ich bin in dieser Schlange gestanden mit einem Kollegen zusammen und habe gewusst, jetzt in einer halben Stunde irgendwann, wenn ich dran komme, stehe ich dort und erkläre dieser Frau oder meinem Mann am Schalter, dass es mich eigentlich nicht mehr braucht in dieser Firma oder sie erklären mir das und was ich jetzt genau machen will und wie, dass ich mich genau arbeitslos will, weiss nicht was, organisieren. Oder. Und dann habe ich einfach gesagt, nein, Moment, stopp, ich habe keine Lust auf das. Stempeln finde ich nicht cool. Klar, es gibt Leute, für die geht es nicht anders, verstehe ich absolut.
Aber für mich war das einfach keine Option. Ich habe gesagt, jetzt muss ich etwas anderes machen. Das Studio ist schon so einigermaßen gelaufen. Ich habe schon ein paar tausend Franken dort im Monat im Schnitt verdient. Ich habe natürlich gewusst, mit dem komme ich wahrscheinlich nicht durch. Aber trotzdem habe ich gesagt, okay, ich setze jetzt einfach auf das. Ich habe meine ganze Pensionskasse auszahlen lassen, was ich hatte. Da habe ich wahnsinnig viel, aber es hat mal zwei, drei Monate gelangt. Wie kann man sich pensionieren? Weil die Selbstständigkeit, ja, genau. Hast du GmbH gegründet in dem Moment? Nein, oder? Das musst du nicht. Einzelfirma, das langt. Also, das kann man. Sagen, okay. Ja, das kann man. Ja. Du kannst einfach sagen, dann meldest du dich ab vom Arbeitslosengeld, also fertig, kommst keinen Rappen mehr über, sagst ade miteinander, ich bin jetzt selbstständig, gründe meine Einzelfirma. Großes Risiko in dem Geld, Moment, oder? Ein riesiges Risiko, ich habe das ganze Geld genommen, mein ganzes Ersparte genommen, bin einfach im Studio geguckt und gehofft, dass Aufträge kommen, oder? Die ersten paar Monate ist relativ wenig gelaufen und dann hat dann das mit der Zeit angefangen zu laufen. Aber also, dann nimmt jetzt eben Wunder, also, ja. Wie, genau, das müssen werben. Wie hast du die ersten Kunden gewonnen? Bist du gehausieren? Beides. Ich habe natürlich eben durch das, dass ich schon fast 10 Jahre lang dort ein Studio am Laufen hatte, mehr oder weniger professionell, habe ich schon Leute gekannt. Oder? Und dann habe ich natürlich am ersten Tag gerade angerufen und gesagt, hey, ich sitze jetzt 24 Stunden da für dich. Ich habe dann sogar so eine Aktion gemacht, so eine Marketingaktion. Es hat ja dort noch kein Facebook und nichts gegeben. Oder? Da habe ich wirklich Flyer gedruckt, mehr oder weniger, selber zu Hause auf dem Farbdrucker und den Leuten verschickt vor fast 20 Jahren. Hast du noch so einen? Habe ich nicht mehr, nein. Du musst reinrennen, wie der Dollarbill, der erste Dollarbill. So etwas Ähnliches. Und darauf habe ich geschrieben und auf das haben tatsächlich zwei, drei Leute reagiert. Habe ich geschrieben, hey, ich bin jetzt, wir haben schon zusammen geschafft, ist alles schön und gut, ich biete das und das und das. Ich bin jetzt 24 Stunden im Studio, ich mache sonst nichts mehr. Bring mir Arbeit. Nein, ihr könnt, wenn du heute Morgen im Prinzip Montagmorgen sagst, ich möchte einen Song oder einen Remix haben, hast du 24 Stunden später hast du den Song bei dir schon. Wow, ja. Oder 48 Stunden später, je nachdem, was für ein Auftrag ist. Aber einfach so nach dem Motto, ich bin 24 Stunden da und ich schaffe 24 Stunden. Das ist nicht wie früher. Da habe ich gesagt, du, ich muss studieren, ich muss dort, ich muss da. Ich habe keine Zeit, muss mal 2 Monate warten. Und dann habe ich wirklich gesagt, hey, ich bin jetzt da, das läuft. Und dann haben sich tatsächlich ein paar Leute gemeldet und wirklich dann auf das angespielt. Das war noch lustig. Die haben gesagt, hey, ich rufe jetzt an, morgen will ich den Song haben. Oder? Und dann habe ich gesagt, hey, Moment, stopp, das war nur Marketing. Nicht ganz so ernst gemeint, aber es hat funktioniert. Es hat lustigerweise funktioniert. Und dann habe ich alte Kunden natürlich mitnehmen können. Die haben wahrscheinlich auch gefunden, dass sie gerne mit mir zusammengearbeitet haben. Und ich habe dann noch 2, 3 relativ grosse neue Kunden, die sich dann über mehr oder weniger Mund zu Mund wahrscheinlich wo dann zu mir gekommen sind durch das. Weil eben, es hat noch keine Social Media gegeben. Ich konnte nicht irgendwie APG-Plakat machen und sagen, hallo, ich habe ein Studio oder so. Das hat es alles nicht gegeben. Oder? Das heisst, ich musste wirklich einfach jedem, den ich irgendwo getroffen habe, sagen, hey, übrigens, falls du mal mit deiner Gitarre willst, ein Lied aufnehmen willst, komm zu mir. Oder so Jobs. Oder? Dann habe ich eine Zeit lang praktisch nur von Hörbüchern gelebt, habe ich Hörbücher aufgenommen. Habe ich Schauspieler bei mir gehabt, die einfach geredet haben, 2 Tage lang. Ich habe das zusammengeschnitten und das Hörbuch geschnitten am Schluss und so mein Geld verdient. Also mit einem Tonstudio, mit Producing-Tätigkeiten? Genau. Das habe ich jahrelang gemacht. Und dann hat sich immer mehr sind dann halt wirklich Künstler und dann unter anderem auch DJs zu mir gekommen. Und dann ist dann das Ganze in die DJ-Dinge hineingegangen. Zuerst habe ich für andere DJs produziert. Dann habe ich gemerkt, das Zeug wird erfolgreich. Da war mal etwas in der Hitparade, da. Und dann habe ich irgendwann halt, egoistisch und durch das, dass ich halt schon immer auch Künstler war in dem Sinne, habe ich gesagt, hey, jetzt probiere ich es einmal noch selber. Und jetzt stehe ich selber an mit meinem eigenen Namen und veröffentliche Musik unter meinem Namen und nicht für irgendjemand anderes. Und dann, mit ein bisschen Glück und viel Arbeit, hat dann das funktioniert und plötzlich sind die Lieder irgendwo international in den Charts auftaucht und dann ist es losgegangen. Also meine Erfahrung mit dem Glück im Business ist, einfach genug oft probieren, bis das Glück dann fast zwingend mal kommt. Genau, ich sage das einfach immer wieder ein bisschen vom Glück, weil wenn man jemandem einfach sagt, ich habe einfach hergeschafft, dann tönt das immer so, du hast ja Glück gehabt. Weißt du, das Scott Adams, weiss nicht, ob du kennst, das ist der, der Dilbert-Zeichnungen macht, die Comic-Zeichnungen. Okay. Ist jetzt recht kontrovers, weil er ist auch Hypnotiseur und hat ein Buch geschrieben über den Trump und er sagt, der Trump sei der grösste Rhetoriker der Welt. Und kann das erstaunlich gut begründen, übrigens. Und der hat gesagt, wenn man Leute interviewt, dann sagen sie, erfolgreiche Leute fragen, wieso sie Erfolg haben, dann sagen sie immer, wie sie hart gearbeitet haben und Glück gehabt haben. Eigentlich genau das, was du jetzt gesagt hast. Und er sagt, das sei eine Lüge. er sagt, das stimme in den seltensten Fällen, weil in Wahrheit, sie sagen das einfach, weil das sympathisch tönt. Natürlich. Und sie wollen arrogant rüberkommen. Genau. Und er meint, die Wahrheit ist das, dass er sagt, schlaue Leute, die tun ihre Karriere so ebnen, dass wenn sie Sachen machen und selbst wenn sie scheitern, haben sie etwas gelernt. Nehmen wir jetzt mal an, du hast jetzt zum Beispiel angefangen, du willst Dolmetscher werden auf Französisch,
selbst wenn du scheiterst, kannst du nachher sehr gut Französisch. Oder, okay. Oder wenn Steve Jobs einen Kalligrafiekurs gemacht hat, hat er dort auch gescheitert, aber aufgrund von dem hat er ein ästhetisches Empfinden entwickelt, das später bei der Entwicklung von Mac oder beim Etablieren von Mac auch geholfen hat. Und er meint eben quasi, was die erfolgreichen Leute oft auszeichnet, ist, dass eben auch die Sachen, die keinen Erfolg haben, sie eben noch immer ein Stück weitergebracht haben. Stimmt das auf deine Karriere auch? Stimmt natürlich absolut, aber ich würde jetzt eher sagen, es ist ein bisschen aus der Not raus gewesen. Also ich habe ja nicht gesagt, ich produziere jetzt Hörbücher, damit ich lerne, wie man ein Mikrofon einstellt, damit, wenn dann die Sängerin kommt, die mir den Nummer 1 Hit singt, ich weiss, wie man das Mikrofon einstellt, oder? Sondern es war, ich habe einfach Studioarbeit gemacht, solid. Ich habe am gleichen Tag, wo ich im Prinzip mit der Sängerin Musik aufgenommen habe, wo ich gehofft habe, dass die Musik mal wird Geld einspielen, habe ich zur Nacht noch Hörbücher produziert, weil ich wusste, ich muss noch irgendwie den Kühlschrank füllen, oder? Und dann kann man schon sagen, das ist parallel gelaufen und das hat immer ein kleines Backup gegeben. Und jetzt, dass dann so eins von diesen Liedern natürlich erfolgreich war, oder dann ein zweites oder ein drittes. Ob man dann sagt, das ist aus der Masse rausgekommen, klar, es hat mit der Masse zu tun. Es ist nicht, also wenn man Glück ins Spiel bringen und auf der anderen Seite Planung und viel Arbeit und viel Fleiss, dann ist der Fleiss wirklich 99%. Das hat mit Planung zu tun, klar. Ich arbeite nicht blind 99% auf den ganzen Tag irgendetwas stumpfsinnig in der Hoffnung, dass dann irgendetwas passiert. Ja. Das muss geplant sein, ist ja ganz klar. Ich kann eben, ich sage, ich mache ein Hörbuch, dann weiss ich aber auch, ich nehme mir aber noch 3 Stunden, wo ich hinsitze und gezielt noch eine Musik produziere, wo ich denke, es könnte mich irgendwo herbringen. Das ist schon richtig, die Komponenten. Aber ich würde sagen, es hat, glaube ich, wirklich einfach viel mit viel Arbeit zu tun. Es ist viel Arbeit, ob jetzt die Arbeit extrem zielgerichtet ist, nach dem, was du gesagt hast, dass eben immer etwas dabei ist, auch wenn es nicht funktioniert, dass man dann gleich wieder einen Schritt weitergekommen ist, oder ob es einfach viel Arbeit ist. Aber ich meine, ich höre die Frage so oft, jeden Tag habe ich 2-3 Anfragen auf Facebook von irgendwelchen jungen DJs, ich will auch, was muss ich machen? Oder? Und dann müsst ihr es machen? Genau. Und dann sage ich immer, look, also erstens mal, momentan Zeit, es tut mir sehr leid zu sagen, vor 10 Jahren war es viel einfacher gewesen. Ist einfach so. Momentan ist die Zeit für jetzt das, was ich mache, extrem schwierig. Weil es so überschwemmt wird. Weil sich der Musikkonsum verändert hat. Wir können nachher noch über Zahlen reden, wenn dich das interessiert. Der Musikmarkt ist wirklich TOT. Man kann noch Geld verdienen mit der Musik, aber es ist extrem schwierig geworden. Entweder mit den Gigs oder mit den Auftritten? Also mit den Auftritten noch viel mehr, aber auch bei den Auftritten ist es auch so. Ich meine, man muss das Clubsterben anschauen. Nur schon in der Schweiz, als ich angefangen habe, vor 10 Jahren, hat es in der Schweiz noch, ich sage jetzt, kommerzielle Clubs, die jedes Wochenende irgendeine Party gemacht haben, hat es wahrscheinlich etwa 20 Stück gegeben in der Schweiz. Also wir reden von grösseren Clubs, 1000 aufwärts oder so. Heute gibt es noch 2. Die anderen sind einfach weg. Sind die anderen am Facebook-Chat? Oder? Also du meinst jetzt die Leute, die gehen? Ja, wo sind die Leute? Das ist die Frage, die wir uns jedes Wochenende stellen, wo sich alle Veranstalter stellen. Es hat sich einfach verlagert. Es hat sich zum einen klar auf Social Media verlagert. Ich meine, warum gehen die jungen Leute in den Club? Zum Daten und dann das Tinder. Tinder ist genau. Tinder killt den DJ-Star. Tinder, Instagram, Facebook. Ja, genau. Aber das ist es genau. Dann hast du noch ein bisschen Alkohol trinken. Das kannst du an der Tankstelle kaufen heute. Ist ja kein Problem mehr. Du musst auch nicht mehr in den Club für das. Musik hören. Wenn du jetzt sagst, ich bin Hardwell-Fan oder Hardwell, vielleicht sagt er das etwas, so einer der grössten EDM-DJs. Ist ja 2-3 Jahre lang als Nummer 1 DJ auf der Welt ausgezeichnet worden. Alles schön und gut, riesen Fanbase, alles drum und dran. Früher hast du müssen, vor 10 Jahren, das hat etwa vor 10 Jahren angefangen, hast du müssen im Club Schlange stehen, damit du den und deine Musik hast überhaupt mal können live oder mindestens mal hören, was der überhaupt spielt. Heute gehst du bei YouTube Hardwell Set Ultra 2018 oder Tomorrowland 2018 oder 2017, oder keine Ahnung, wo er war. Dann hörst du und dann hast du eine Stunde oder 2 Stunden sein aktuellstes Set mit allen Lichteffekten und alles drum und dran. Du musst ja nicht mehr in den Club, also weißt, um die Musik zu hören. Oder? Also das hat sich alles verlagert. Und ist nein. Was mich wundern würde, ist, wenn du, also ich habe keine Ahnung von Hausmusik, ich habe, ganz ehrlich, mir gefällt Haus. Ich kenne deine Musik nicht gut, darum kann ich es aber zeigen, mir gefällt es nicht. Ich habe früher immer gesagt, Hausmusik heisst drum Hausmusik, weil immer, wenn Hausmusik läuft, sage ich Haus. Oder mir hat es wirklich nicht gefallen. Aber es war ja immer der kommerziell erfolgreichste Zweig. Es waren die jungen Leute, die Geld kennen, die eben Wodka getrunken haben und die teuren Getränke, während all die anderen Rocks und so, die sind auch dahinter. Die billigen Getränke waren. Ich glaube, die richtig florierenden, eben die grossen Clubs, die sind halt immer im richtigen Haus unterwegs gewesen. Und dort nimmt mich Wunder, wie relevant ist es, dass, wenn jetzt jemand weiss, der Mike Candice oder DJ Antoine kenne ich noch, der oder der legt auf,
bringst du automatisch ein paar hundert Leute mit, die in den Club kommen, und dass das quasi dann eine Art Eintritt, den du zwingendermaßen generierst, du eine Art Sodis-Salär rechtfertigst, noch mehr als du deine Performance selber. Ja klar, das ist natürlich immer eine Rechnung. Das ist die Mischrechnung. Das ist immer eine Rechnung. Ja, das ist ja klar. Ja. Das ist, der Club will auch Geld verdienen, der Veranstalter will Geld verdienen. Der muss sich überlegen, wie bringe ich meinen Club voll. Entweder er macht heutzutage, was gut funktioniert, sind so Motto-Partys. Man sagt, man macht eine Mallorca-Party, dann muss man gar keinen Künstler an, lässt man einfach Mallorca-Musik laufen. Oder man macht Oktoberfest, oder man macht Beach-Party, oder man macht dies, oder macht Halloween, oder irgendwas. Braucht man keinen grossen Namen. Braucht man unter Umständen keinen grossen Namen. Oder dann gibt es Abende, wo man einfach sagt, wir wollen jetzt aktuelle Elektrohaus. Also ich mache jetzt nicht direkt Haus. Haus ist nochmal etwas anderes. Das ist alles, das ist kein Überbegriff, aber hat jetzt ich alles gemerkt, ein bisschen, ich habe alle Lieder gelesen, das ist mir das recht düster auch zum Teil. Also meinst du jetzt Haus oder meinst du nicht was dir, ich mache? Was du gemacht hast, gerade dazu, du Lieder jetzt gelesen kann, gefunden hast. Der ganz am Anfang, welches ist das gewesen? Der, nicht Insomnia Sandra. Ganz am Anfang hast du ein Lied gehabt und gefunden, hast mit dem, weißt du, auf dem Videoclip hast du so einen Cop gehabt und einen Polizist und eine schwarze Frau. Weißt du, das ist dein allererster Hit? Ich bin auf Wikipedia gelesen. Ich weiss, Wikipedia ist nicht eine vernünftige Quelle für solche Sachen. Jetzt aber ich nicht gewusst habe über dich. Und er hat es geheißen, du hast einen Durchbruch gehabt mit zwei Liedern, mit Insomnia. Und ja, dann war noch ein anderes Lied gewesen. Und in dem Musikvideoclip, glaube mit einem anderen DJ zusammen, mit einem englischen Namen, aber einem Schweizer, wo du, glaube ich, seit Jahren zusammen gearbeitet hast. Oder immer noch zusammen arbeitest, keine Ahnung. Er schaut es gerade schnell nach. Jetzt bin ich wirklich gerade schnell überfragt. Es ist ein Musikvideo, das recht ein geiler, so einen guten Beat hat gefunden. Das ist jetzt nicht Hausmusik, wie ich es kenne. Es ist ähnlich düsterer, es ist mehr so Chemical Brothers oder so. Ja, also. Kannst du es gerade sagen? Alles ist ein bisschen. Ja. Alles ein bisschen mit La Serenissima. Das stimmt schon mal nicht. Fangt schon die ersten Fake News an. Lügenpedia. Ja, aber ich habe La Serenissima gemeint. Ja. Das haben wir gar nie ein Video dazu gemacht. Nein, dann täusche ich mich. Aber es kann sein, dass irgendjemand, weißt du, es gibt YouTuber, die ein Video machen zu meinen Liedern, wo ich nie eins gemacht habe und die haben nachher Millionen von Klicks drauf. Gibt es alles. Ja. Also kann sein, dass irgendjemand einfach Bilder genommen hat und zu dem Video dazu geschnitten. Also ich muss mich schwer täuschen. Ich kenne das Lied, natürlich, das habe ich gemacht, aber ich kann mich jetzt echt nicht erinnern, dass wir für das Video gemacht. Ich glaube nicht. Ja. Ich muss das nochmal anschauen. Ja, ich kann das auch dann zeigen. Okay, ich bin gespannt. Eine kleine Frage, wenn du jetzt wenn du ein Lied, also ein DJ tut, sorry, also alle Leute, die zulassen und Fans sind von dir, die denken sich, das stellt einfach dumme Fragen, aber ein DJ tut viel mit Fremdmaterial arbeiten. Stimmt das? Ist das Mashup-Ding, etwas mischen, ein Refrain übernehmen? Oder? Ja, klar. Also, darf man denn das einfach? Kann ich einfach einen Rihanna-Song nehmen und den für live darf man das für live, weil dann kannst du eigentlich sagen, okay, das ist ja die Idee vom DJ, dass der live Sachen zusammenmischt. Ob du das jetzt vorher im Studio schon vorproduziert hast oder dann live machst, spielt dann für den Hörer keine Rolle mehr schlussendlich. Veröffentlichen darfst du es natürlich nicht. Das ist klar. Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwelche Teile von irgendwelchen anderen Liedern nehmen. Es gibt immer wieder Leute, die das machen. Junge DJs, die das machen, kommt dann relativ schnell das Urheberrecht gesetzt und irgendwelche Labels. Also wir haben es schon, meine Facebook-Seite, also nicht Seite, sondern mein Privatprofil, wo ich auch über 5'000, weiss nicht wie viele Freunde hatte, haben es mir von einem Tag auf den anderen, also haben sie mir das abgestellt. Wegen genau so einer Geschichte, wo ich aber nicht einmal irgendwie ein Lied veröffentlicht habe, sondern ich habe nur im Studio gezeigt, wie ich das mache. Ich habe ein Video gemacht, das nicht einmal einen O-Ton hatte. Also das war im Studio mit der Webcam gefilmt oder mit dem Handy. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich nehme jetzt da den Teil von dem Lied und ich nehme den Teil, weil hört mal, wie das gut zusammenpasst. Also laufen lassen, 30 Sekunden, dann ist der Strike von Facebook. 5 Jahre später ist das durch irgendeinen Filter durchgelaufen und die haben dort irgendwie 2 Sekunden aus dem Lied raus erkannt. Ich habe ja noch drüber geredet. Und dann ist der Strike gekommen. Ja. Und dann hat zuerst eine E-Mail gekommen, wir haben festgestellt, dass aufgrund von Universal, Warner, ich weiß nicht mehr, wer es war, du hast da das und das gemacht, geht nicht, sofort alle Videos löschen, wo irgendwelche Frames bla bla bla. Dann bin ich angeguckt und während ich weiß, ich habe natürlich am Lehren gewesen, 500 Videos auf dieser Seite, oder? Anfangen löschen. Und jedes einzelne, du kannst bei Facebook nicht alle, damals hast du nicht können, vor 2-3 Jahren alle Videos anklicken und gleichzeitig löschen. Ich weiß, ob es heute geht. Eins, okay, gelöscht. Willst du wirklich löschen? Ja. Zweitens, löschen. Bist du sicher, dass du wirklich löschen willst? Ja. Dritt wollen löschen, dieser Account ist nicht mehr verfügbar. Was bitte, wie? Also wir haben wirklich in mehreren 2-3 Stunden Frist von der Warnung, bis ich das Video gelöscht habe, ist die Seite weg und ich kann sie nicht mehr. Alle meine Videos, alle meine Fotos, alle privaten Sachen, ist alles in Nirvana. Mein privater Account ist das. Wo ich früher, als MyCandys angefangen habe, ist Facebook-Seite hat es gar noch nicht gegeben.
Dort hat's nur, hast du nur deine Freunde gehabt, oder? Dann habe ich mit dem angefangen. Das heisst, ich habe meine 5000 ersten Fans habe ich als meine Freunde gehabt, oder? Und dann habe ich nachher auf die Seite gewechselt und habe die immer weiter behalten und weiter bewirtschaftet und auch mein privates Zeug dort drin, da zum Teil. Und das ist noch lecker. Aber wenn man jetzt sagen kann, das Business ist schwieriger geworden, weniger Clubs und so weiter. Auf der anderen Seite ist Social Media gekommen, was ja wieder ein bisschen einfacher macht. Oder zumindest dann, wenn man schon etabliert ist. Damals, damals. Also ich behaupte, Facebook hat mir für meine Karriere sehr viel geholfen. Weil eben, das ist genau gerade, wo ich angefangen habe, vor 10 Jahren war Facebook am Boomen gewesen. Und als ich dann angefangen mit der Facebook-Seite, sind wirklich jeden Tag 10'000 neue Fans dazu. Also wirklich macht bam, 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 bam. Ich wie viel hast du dort verloren, wo sie den Strich gelöscht haben? Nein, Moment, das war jetzt das Ding, das war ein privates Profil. Die Seite haben sie mir noch nicht zugemacht, zum Glück nicht. Aber dann habe ich natürlich auch sofort alles gelöscht. Oder? Aber bei der Seite sind sie noch ein bisschen toleranter, weil dort der Butter ist ja noch Geld drin. Oder? Das finde ich dann noch lässig. Aber dort habe ich wirklich dann innerhalb von, ich weiß nicht, 2-3 Jahren, habe ich über 1 Million Fans gewonnen dort. Oder? Das ist wirklich... Über 1 Million? Über 1 Million, ja. Wow, das gutes Gefühl. So, wie fühlt sich das an? Damals super, heute nicht mehr so super, weil die sind alle tot. Also Entschuldigung, nicht die Leute sind tot, sondern die Accounts sind tot. Oder Facebook bewirtschaftet es einfach nicht mehr. Also damals hast du können, ich sage jetzt vor 5-6 Jahren, wo Facebook den Hype gehabt hat, hast du können ein Video oder ein Ding aufladen und ich habe dann 200'000-300'000 Leute mit einer Foto erreicht. Oder? Und heute erreiche ich mit einer Foto noch 3'000 Leute. Aber jetzt nochmal schnell, jetzt wenn man ein bisschen persönlicher wird, wenn du den ersten Erfolg hast und hast 100'000 Leute, die dich liken und super finden und wahrscheinlich kommst du Angebote über. Wie fühlt sich das an, jetzt mal ganz ehrlich? Weil ganz viele Leute, der Jim Carrey hat mal gesagt, er wünscht, dass alle Menschen mal reich und berühmt sind, damit sie merken, dass es nicht glücklicher macht. Und gut, ich würde sagen, reich und berühmt ist immer noch glücklicher, macht immer noch glücklicher als arm und niemand sein. Ja. Aber mich wundern, wie bist du da Gefahr gelaufen, oder hast du sogar ein bisschen, den Bodenkontakt verloren? Hast du eine arrogante Phase gehabt, wo du die Leute schlecht behandelt hast? Oder etwas, was du nicht mehr machen wirst? Ja, da muss ich jetzt auch so eine Standardantwort geben. Es ist natürlich immer schwierig, aus der eigenen Perspektive das zu sagen. Ich kann dazu nur ein kleines Beispiel sagen. Ich habe vor ein paar Wochen in einem Club aufgelegt, wo ich seit dem Anfang, also seit 7-8 Jahren, jedes Jahr mehrmals gespielt habe. Und dort, nach meinem Auftritt, jetzt vor ein paar Wochen, kommt ein Resident-DJ zu mir und sagt, ich muss dir jetzt etwas sagen, Mike. Ich finde es schön, dass du wieder normal bist. Und er sagt, wie meinst du das? Jetzt bin ich 7 Jahre bei euch, jedes Jahr 3-4 Mal. Ist doch immer gleich gewesen. Und er sagt, nein, du bist gekommen, am Anfang bist du normal gewesen, dann bist du abgehoben, bist reingelaufen, hast das Gefühl, du sagst der Gott. Und jetzt bist du wieder normal, jetzt kann man wieder normal mit dir reden. Und ich bin wirklich verschrocken, ich bin 10 Minuten vor dir gestanden und dachte, Gott, Deli, es ist auch so klischee-mäßig, aber du merkst es nicht. Du merkst es einfach nicht. Weil so ein Rummel um dich herum ist, klar, du hast Tourmanager, amigs hast du 2 oder 3 Tourmanager, die, wenn sie in den Club reinlaufen, die Leute wegschupfen, wenn du rein willst. Weil du willst ja dort zum DJ-Pult, das hat die vielen Leute. Du willst deine Getränke. Entschuldigung. Da steht alles da. Ich weiss nicht, ob du schon einfangen also, kann da leider. Der Rider erfüllt. Genau, er hat mir eben gesagt, normal, ich sage, er sich gewöhnt, dass er da gute Getränke geliefert bekommt. Und ich habe nur eine Flasche Wasser reingestellt. Ist alles gut. Und dann in einer pinken Thermosflasche. Das ist auch sehr genau. Ich habe gedacht, in die Grau, ja, die ist cool. Oder? Ja, da denkst du den Gast. Ja. Gut, du hast nicht gewusst, wer kommt. Oder? Also nicht nein, so das richtig. Ist das ist eigentlich der DJ. Oder? Nein, ja. Das ist schon recherchiert, wer da kommt. okay, ja, und dann? Ja, eben, also das muss so gewesen sein. Klar, ein bisschen kann ich das schon nachvollziehen. Das hat mich schon verändert damals. Wahrscheinlich hat es mich auch jetzt verändert, weil ich bin bis, eben, ich kann sagen, ich bin jetzt, Moment, was haben wir 2018, ich bin jetzt 47 und ich bin, bis ich 37 war, bin mehr oder weniger unberühmt gewesen. Ich hatte meine Auftritte dort, dieses, jenes. Aber, und dann plötzlich mit 37, 38 laufst du in einen Club rein und dort rufen 500 bis 5000 Leute deinen Namen. Security macht Platz, dass du durchlaufen kannst mit dem Skiwerfer. Du stehst auf der Bühne rum, die Leute rühren Zeug auf die Bühne oder flippen aus und wollen Autogramm und wollen Fotos und dies und das. Eben, du kommst noch jemand hin, es ist das 5-Sterne-Hotel ist gebucht, der Privatjet steht vorne dran. Der Tisch mit allen Getränken steht da, die Limousine steht draussen dran, alles. Dann kannst du nicht, dich nicht verändern. Am Anfang findest du es einfach cool, bist ein bisschen überfordert und wenn du das 2-3 Jahre lang hast,
gewöhnst du dich einfach an das? Oder? Also, dass ein Justin Bieber irgendwie durchdrüllt, das ist das völlig Menschlichste, was es überhaupt gibt? Oder? Ich glaube, das ist normal, ja. Hat natürlich schon noch mit dem Alter... Also ich glaube, mein Vorteil jetzt ist, dass ich jetzt wieder behaupte, ich wieder relativ normal bin, ist, weil ich das im hohen Alter erleben durfte. Ich habe immer gesagt, wenn ich das Gleiche, was ich erlebt habe jetzt in den letzten 10 Jahren, mit 16 oder mit 20, nur schon mit 20 hatte, zwischen 20 und 30, ich weiß nicht, ob das gut rausgekommen wäre. Ich glaube, ich wäre mit 30 richtig in die Wand hineingelaufen. Wenn du dann plötzlich merkst, okay, es geht nicht das Leben lang, weil es geht nicht das Leben lang, oder es geht bei niemandem das Leben lang. Ich meine, wo ist Britney Spears heute? Ich weiß es nicht. Auf Drogen oder nicht mehr? Ja. Eben, das geht einfach nicht. Es gibt kaum einen, der das Leben lang durchziehen kann auf diesem Level. Die alte, gut, grosse Britney Spears Rockstar. Ist so gross, die kann immer wieder in Erscheinung getreten oder irgendetwas, oder? Ja, das hat Madonna auch gemeint. Die letzten zwei Alben sind einfach nur noch gefloppt. Ja, aber es ist immer noch Madonna, oder? Ja, aber sie wird nur noch ausgelacht. Es tut mir leid zu sagen, sie wird nur noch ausgelacht. Ja. Also ausgelacht tönt jetzt hart, aber ist jetzt, wenn jetzt heute sagst, ein neues Lied von der Madonna kommt, dann flippt nicht gerade alles und hört man es mal an und dann sagen die Radios, Also das ist eigentlich auch nicht, was man sich so sicher, vorstellt. Du hast sicher, also jetzt erzähl etwas aus dem Nähkästchen, du hast sicher mit einer Gruppe oder so etwas, so kannst du erzählen, ihr habt etwas gestört erlebt vom Hotelzimmer oder erzähl etwas, wo... Nein, ich ist, bin oder? Relativ, also ich muss okay. Jetzt da aus der Affäre ziehen. Nein, ich muss wirklich sagen, das haben sie mir auch viel nachgesagt und da bin ich eigentlich im Nachhinein fast stolz drauf. Sie haben eigentlich viele Leute, die mich kennengelernt haben, so haben gefunden, abgesehen davon, dass ich einfach vielleicht beim Auftreten ein bisschen arrogant auftreten bin, zwischenzeitlich, haben sie gesagt, ich sei relativ langweilig unterwegs. Weil ich bin nie der gewesen, wo nach meinem Auftritt dann noch 4 Stunden im Club sich volllaufen lassen hat und dann noch irgendwelche, ich weiß nicht was, für komische Tänze an den Stangen abgezogen hat. Und so. Es gibt DJs, die das machen oder die das gemacht haben. Kann man da alles überhaupt so. mit 40? Eben, das ist wahrscheinlich einfach auch ein bisschen mein Alter gewesen, dass ich gefunden habe, okay, ich habe jetzt meinen Job gemacht, ich sitze noch ein bisschen in die Lounge, ich trinke noch etwas, mache noch ein paar Fotos mit den Fans und dann gehe ich irgendwann schlafen. Ich habe nie Drogen genommen, das ist auch vielen Leuten sehr komisch reingekommen, ich habe im ganzen Leben noch nie Drogen genommen, weil ich einfach Angst habe, ganz einfach. Nicht, weil ich fände es wahrscheinlich unlässig. Und der Alkohol, kein Problem, wenn du Alkohol verlangt, wo du dann bist. Alkohol ist zwischenzeitlich ein Problem gewesen, ja, bis ich wirklich einmal richtig krass, wahrscheinlich an einer gröberen Alkoholvergiftung, wenn nicht, ich weiß nicht, wenn man ab Alkohol stirbt, aber ich habe das Gefühl, ich war kurz vor dem Sterben gewesen. Und das ist so der Einschnitt gewesen, das ist vor 6 Jahren gewesen, ja, also gerade etwa, ja, vor 6 Jahren. Wo ich wirklich nachher einfach gesagt habe, okay, jetzt, ist immer noch gut, 2-3 Schlücke Alkohol, völlig okay, ich trinke gerne Alkohol, aber in dem Moment, wo ich merke, okay, jetzt wenn ich aufstehe, fange ich wirklich an die Torkel und so, dann ist einfach sofort fertig. Weil ich wirklich Angst bekommen. Ja, weil ich Angst bekommen. Also ich habe wirklich Todesangst gehabt. Ich glaube, das einzige Mal in meinem Leben, wo ich Todesangst hatte, war in Städten. Und dann habe ich einfach sagen, das geht nicht. Andere können das, die können sich abschiessen, dass sie am anderen Tag nicht mehr geradeaus weder schauen noch laufen. Eine Woche später machen sie es wieder. Also ich kenne viele Leute, die das machen. Kann man machen. Ich bin jetzt nicht der Typ, ich habe Angst, wenn ich Kontrolle verliere bei meinem Körper. Das finde ich nicht so cool. Aber wir waren aber noch bei einer anderen Frage gewesen. Aber warte jetzt mal schnell. Spezielle Erlebnisse. Genau, also hast du nicht viel verraten, du bist jetzt allgemein geblieben. Ich könnte jetzt gerne etwas Lustiges hören. Nein, ja. Etwas Lustiges, lustig. Ja, oder lustig, dramatisch. Lustig und dramatisch. Polizei. Lustig sind so also die Klassiker. Ich habe eben, für die, die mich nicht kennen, ich habe bei dem Auftritt während Minuten, nicht die ganze Show, während Minuten die Maske an, natürlich vor allem beim Intro. Und dann hat es schon, glaube ich, 2 oder 3 Mal gegeben, dass einfach die Musikanlage nicht gelaufen ist. Und ich merke es nicht, weil ich die Maske an habe. Und ich habe Kopfhörer in den Ohren, ich habe ihn hier. Ja, und dort läuft es natürlich, oder? Und ich bin voll am Abgehen und denke so, okay, das erste Lied funktioniert nicht. Probieren wir das zweite, oder? Immer noch nicht. Okay, probieren wir das dritte. Immer noch nicht. Und dann denke ich so, okay, jetzt muss ich mal irgendwie mal voraus schauen, mal schauen, was da eigentlich los ist. Und dann merkst du, einfach keine Musik. Oder? Und du bist aber schon 4 Stunden am Fuchteln dort oben und so. Und das ist einfach lustig, oder? Das ist lustig. Im ersten Moment ist es doof, aber wenn dann hat dann meistens funktioniert, dass ich die Stimmung nachher retten konnte. Und dann so die Klassiker, die auch jeder wahrscheinlich schon mal erlebt hat, der auf einer grossen Bühne gestanden ist, dass du einfach irgendwann nicht mehr weißt, wo du bist. Weil im Sommer bin ich jeden Tag noch jemand anders. Da spiele ich wirklich einen Tag da, einen Tag da, einen Tag da. Und dann stehst du einmal auf der Bühne und sagst in einer Stadt den Namen von einer anderen Stadt. Oder? Und das findet es dann nach Land und je nach Stadt nicht ganz so lässig. Oder? Und du fährst, welche Stadt das verwechselt? Eben, das ist mir auch passiert. Aber jetzt aber noch etwas vom Eindrücklichsten, was mir passiert ist. Auch eine Geschichte, die ich gerne erzähle, aber es ist wirklich wahr, von A bis Z. Ich habe einen Club gespielt in Deutschland und dann ist ein junger Mann zu mir gekommen, also
ich schätze, der war etwa 18, 19 gsi. Der hat unbedingt beim DJ-Pult so lange gewartet, bis er mit mir reden konnte. Nach dem Auftritt bin ich dann zu ihm an und gesagt, ja, was ist so? Und dann sagt er, ja, er sei jetzt irgendwie ein Jahr, glaube ich, im Spital gsi. Er sei krebskrank gsi. Ich weiß nicht, ob es immer noch war, aber eben, er sei wegen Krebs im Spital gsi. Man hätte gesagt, er würde sterben jetzt dann. Und er hätte jeden Tag meine Musik gehört und das hätte ihn eigentlich am Leben behalten. Mhm. Und dann stehst du einfach so dort und denkst, oh, ich mache da ein bisschen Party und klatsche und so. Und dann Leben prägen. Kommt so eine Geschichte, oder? Und dann denkst du, okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich meine, ich mache Musik zum Party machen, zum Tanzen am Wochenende. Ich mache nicht Musik zum die Welt bewegen, ganz sicher nicht. Und dann kommt so etwas und der sagt dir quasi durch die Blume, hey, deine Musik hat mein Leben gerettet. Mhm. Ja, das ist heftig gewesen, ja. Dann habe ich wirklich schnell 5 Minuten müssen Pause machen, bin dann mit dem Mann geguckt und schnell ein bisschen geredet und so. Und, aber das ist eindrücklich. Ja. Hat das einen Einfluss auf dein, wie soll ich denn sagen, wahrscheinlich jetzt gerade das ganze Producer nachher verändert, aber kommst schnell auf die Idee, dass man sagt, jetzt würde ich etwas Tiefgründigeres machen, was die Leute noch mehr berührt. Wenn du es schaffst, mit Partymusik Leute zu berühren, wie wär's, wenn du etwas machst, wo wirklich Inhalt hat, oder? Ich probiere das hin und wieder. Ich meine, ich habe früher eben poppigere Musik gemacht, nicht nur Dance. Dort habe ich ein bisschen probiert, tiefgründigere Texte zu machen, auch musikalisch, ein bisschen mit Instrumenten experimentieren und so, dass es ein bisschen mehr Inhalt hat, sage ich jetzt mal, als wirklich nur Partymusik. Momentan ist das schwierig. Ich probiere es in gewissen Liedern, einfach meine Elemente. Ich glaube, wenn man genau anhört, merkt man vielleicht, okay, da hat es jetzt durch ein Textziel oder so, probiert man wieder ein bisschen wegzukommen, um einfach nur «Put your hands up» und so. Aber es ist schon schwierig, weil das Dance-Format, was im Club funktioniert und was als Dance läuft, ist schon im Rahmen. Es ist auch oft so, dass Schauspieler, die werden halt für gewisse Rollen immer wieder gecastet, oder? Genau. Robin Williams hat das können unterbrechen mit One-Hour-Photo, immer wieder mal probiert, oder? Wo er mit tragischen Rollen und so gespielt hat. Aber wäre das nicht ein Career-Ender für dich? Du bist du ein Stück weit auch gefangen in dem Korsett von dieser Partymusik? Wenn du etwas Neues machen willst, wirst du bei Null anfangen? Natürlich. Also nicht gerade bei Null, aber ich habe mir das auch schon überlegt. Auch, ich meine, die ganze Musik verändert sich ja. Mal wird es ein bisschen schneller, also ich rede jetzt vom Dance, mal wird es ein bisschen langsamer, mal wird es ein bisschen aggressiver, dann wird es wieder ein bisschen ruhiger. Ich mache das mehr oder weniger mit der Strömung, aber ich muss mich ja im Rahmen von My Candies bewegen. Und ich habe auch die Masken an, wenn ich jetzt plötzlich komme und Underground Techno mache, für After Hour mit dieser Maske. Je nach Drogen würde es wahrscheinlich gleich funktionieren. Aber es ist einfach eine andere Zielgruppe. Ich habe meine Musik ganz am Anfang als Happy Electro definiert. Und ich glaube, es ist nach wie vor das. Es hat immer einen positiven Party-Charakter und so. Ganz selten gibt es mal etwas, was etwas tiefgründiger ist und so. Aber was ich natürlich gerne machen möchte, ist, wenn das Projekt My Candies irgendwann einmal in 5 oder 10 Jahren oder ich weiß nicht wann, sollte zum Ende kommen, dass ich dann Musik mache, wo wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr richtig Band, richtig akustisch, richtig andere Texte und so weiter. Aber kann man sagen, ist das böse gesagt, dass du wegen Kommerz Kompromisse gehst und nicht wirklich das machst, was du eigentlich willst? Oder ist das doch ein bisschen krass formuliert? Das ist krass formuliert, weil ich will ja momentan das. Ich will ja das. Mhm. Ich finde es ja cool, wenn ich auf der Bühne stehe, kann meine Lieder, die ich gemacht habe, für das Projekt My Candies spielen und ich sehe, dass die Leute Spass haben an diesen Liedern, dann ist ja das, was ich will. Also ich stehe nicht auf die Bühne auf und denke, oh mein Gott, ich wäre jetzt lieber mit der Gitarre da oben und würde irgendwie Lieder über den Tod singen. Ganz sicher nicht, weil in dem Moment macht mir das Spass. Das ist wahrscheinlich eben wie die Analogie vom Schauspieler, wenn du einen Schauspieler hast, der 80% komische Rolle, witzige Rolle spielt, kannst du nicht sagen, dass dem das nicht Spass macht. Der hat wahrscheinlich auch Freude an dieser Rolle. Und sonst er will es ausprobieren oder etwas riskieren. Ja, natürlich. Das würde ich vielleicht auch machen, aber ich habe das auch 2-3 Mal probiert als Mike Candies. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren habe ich einen Song gemacht, wo ein eher tragischer Text hatte, der natürlich auch partymäßig vom Sound her aufgebaut war, aber so von der ganzen Stimmung her und auch der Videoclip, finde ich, ist eher, ja, hat überhaupt nichts mit Party zu tun oder so, gar nichts. Aber das ist nicht gut angekommen. Das ist überhaupt nicht gut angekommen. Ich finde es nach wie vor eines von meinen schönsten Kompositionen, auch von der Stimme her und vor allem, weil es eben nicht nur ist, put your hands up. Es hätte wahrscheinlich auch den Leuten gefallen, wenn du die Leute erreicht hättest. Aber du erreichst jetzt das Klientel, das der Mike Candies gerne hat, was sie schon kennen. Genau. Ja. Bevor wir jetzt auf den Libertarismus kommen, reden wir schon über Zahlen. Du hast gesagt, willst du noch etwas verraten? Was verdient man so einen Gig?
Ich will das verraten. Nein, das vielleicht nicht. Eine gute Fangfrage. Aber kannst du sagen, nicht über dich selber, ja. Aber was verdient ein erfolgreicher DJ am einem Gig, wenn er jetzt eine Europa-Tournee macht? Das variiert extrem. Eben, was ist erfolgreich? Also sagen wir mal, wenn man die Top 10 anschaut, von den wirklich meist gebuchten, meist bezahlten DJs, da gibt es Leute, die für einen Auftritt von einer Stunde zwischen 100 und 500'000 Franken bekommen. Oder Dollar oder Euro, spielt keine Rolle. Also zwischen 100'000 und 500'000? Genau, 100'000 und 500'000. Für eine Stunde, plus minus Anreise. Gut, das ist etc. immer schwierige Anreise. Und ist sehr kompliziert dann, ja, mit Privatjet. Das kostet dann auch noch ein bisschen etwas, muss man abziehen, oder? Aber ja, dann gibt es so die... Das ist jetzt ein David Guetta oder so? Das ist jetzt so in dem Level, David genau. Das sind also die. Aber das sind auch Leute, die sich über 10, 20 Jahre wirklich an der Spitze etabliert haben. Sind die das Geld noch wirklich wert? Wie mir hat jemand gesagt, eine anonyme Quelle, dass ein DJ Handband oder so etwa 20'000 Stutz kosten kann. Mhm. Und dass er aber das Geld nicht wert soll sein, weil er das Geld gar nicht mehr... also er wird überbezahlt. Da kannst du nichts sagen, weil es ein... Nein, würde ich einfach als Markt argumentieren. Wenn jemand bucht und da den Preis zahlt, dann weiß er ja, was er überkommt. Mhm. Sollte er wissen, was er überkommt. Oder? Es ist ja gleich, wenn ich gehe einen Ferrari kaufe und sage, das ist überbezahlt, weil es nicht einmal einen Teppich hat am Boden. Genau. In meinem Polo hat es einen Teppich am Boden. Ja, ich habe ja gewusst, dass ich den Ferrari kaufe. Also wenn jemand für den DJ Antoine so und so viel bezahlt, wenn jemand für den Mike Candice so viel zahlt, Sie machen schon Libertarismus. Klar, jetzt sind wir beim Libertarismus, genau, das war die Eleganz, aber da kommen wir wirklich nicht an. Da bin ich, klar, kann man nachher einen Abend kann man Fazit ziehen und sagen, okay, der und der DJ hat jetzt den Laden gefüllt, plus wir können Tickets aufzutun, plus wir haben noch Getränke verkauft, das hat sich für alle gelohnt. Mhm. Der und der DJ, aus irgendwelchen Gründen, trotz Marketing, trotz allem, hat den Laden nicht gefüllt. Das gibt es. Das gibt's. Kennst du einen Newcomer-DJ, den du förderungswürdig findest, den du einen Namen willst droppen, dass der toll ist? Kann ich momentan keinen Namen droppen? Nein, kann ich nicht. Ich komme eben viele Demos über. Es gibt auch immer wieder Leute darunter, die ich finde, die sind spannend. Aber ganz ehrlich, wie ich vorher schon gesagt habe, momentan ist die Szene wirklich so brutal, wie es tönt. Sie ist nicht offen für etwas Neues, außer es kommt etwas Neues, das wirklich alles wegfegt. Und das habe ich noch nicht weder gesehen noch gehört. Ich sehe und höre viele Newcomer. Ich spiele jedes Wochenende im Sommer immer. Da spielen vor und nach mir spielen junge DJs, irgendwelche Residents, irgendwelche andere Acts. Heißt das, findest du den jungen DJs in Richtung Popmusik zu gehen? Oder was wäre da für die Lösung, dass man das so leben? Ist ja dort auch nicht besser. Ich bin in Australien gewesen, und ich bin an einer Straße entlang gelaufen, Bondi Beach, aber an einer Seitengasse. Und dort ist eine Sängerin gesessen, eine wunderschöne Frau mit der Gitarre und hat wunderschön gesungen, Eigenkompositionen. Purdue, Florence Purdue hat die geheissen. Und ich habe ihren Namen, sie hat CDs verkauft und die Musik ist so fantastisch. Ich habe das Gefühl, die würde bei uns jedem, also ein Schweizer Musikstar oder so, die würde alles wegputzen. Es ist so viel Talent und die hockt an einem Strassenrand in Australien. Und da merkt man schon, da ist so viel Talent rum, wo nicht anerkannt wird. Oder wie soll man dem sagen? Du sagst jetzt wieder selber schuld, zu wenig erfolgreich. Nein, ich gebe dir absolut recht. Ich habe wieder, es ist erstaunlich, wie viele Übereinstimmungen wir haben. Also, das ist mir vorher schon aufgefallen. Also jetzt einfach so, wenn wir beim Auto anfangen, bei Swissair, dann kommt Swissair, dann kommt der Studioabbruch, dann kommt das. Und jetzt, ich habe genau das gleiche Erlebnis gehabt in Miami vor 15 Jahren. Auch eine Strassenmusikerin, auch, ich weiß nicht mehr, wie sie ausgesehen hat, ist mir eigentlich gleich gewesen, aber die hat eine Stimme gehabt, die hat gesungen mit ihrem... Ich weiß nicht, ob es der Freund oder der Bruder war, er hat Gitarre gespielt, sie hat gesungen und ich bin da gestanden, ich hatte Tränen in den Augen gehabt, wirklich. Und es passiert mir selten. Ich habe mit vielen Sängerinnen und Sängern zusammengearbeitet, auch dort schon. Und ich bin dort gestanden und habe eine halbe Stunde zugeschaut und zugelassen und habe einfach gedacht, also wenn die den richtigen Deal bekommt, die richtigen Songs natürlich, eben, wie du sagst, irgendein Casting-Wettbewerb, alles wegputzen. Das war genau das gleiche wie bei dir. Ich bin dort, ich bin nachher zu ihr und gesagt, hey, ich bin Musikproduzent, ich bin leider damals noch nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen. Ich habe dann ihr gesagt, sie sollen mir mal ein paar Sachen schicken, die haben mir das auch geschickt. Ich habe dann mit dem Song versucht, etwas zu machen, aber ich bin dort musikalisch einfach auch noch nicht so auf der Höhe gewesen. Heute, mit dieser Stimme, ich würde gerne etwas machen, aber eben, sind wir wieder dort, man kann ja nachher nicht sagen, ja, man hat deren die Chance nicht gegeben. Natürlich hat man deren die Chance gegeben, wenn sie die richtigen Lieder gemacht hat und die richtigen Lieder an den richtigen Leuten vorgestellt hätte, dann also, wäre sie heute vielleicht ein Superstar. Also kann man sagen, oder? Wenn du alltag 2-3 Anfragen bekommst, was wir machen, sie müssen einfach verdammt geilen Sound machen. Das kommt vor Marketing, vor Connections, Networken. Sie müssen einfach zusammen. Musik haben, die die Leute berührt. Alles zusammen, das Gesamtpaket. Alles muss stimmen. Das Gesamtpaket. Wenn jetzt einfach einer kommt und mir einen Song anlegt,
gut, wenn es jetzt wirklich der Übersong ist, wo ich sage, oh mein Gott, ich muss den dreimal in meinem Set spielen und jedem, wo ich den ablaufen lasse im Studio, sagt, oh mein Gott, gib mir den bitte sofort, ich will den auch spielen, dann kannst du sagen, es wird ein Selbstläufer. Kannst du denn das etwas bringen, wenn ich 10, 20, 50.000 Stutz anlege und sage, ich möchte jetzt bekannt werden? Nein. Das nützt doch gar nichts. Das nützt nichts. Mit dem kannst du ein bisschen Instagram- und Facebook-Werbung kaufen, aber schlussendlich müssen die Leute irgendetwas entweder an dir als Person finden oder an deiner, eben, an deiner Show, wie du auftrittst, an deinem lustigen Hut, den du anhast, an deinen lässigen Schuhen, die du anhast, an dem Tanz, den du machst. Vielleicht kommt mal ein DJ, der auf die Bühne geht und der Hund kumpelt durch den Reifen. Oder irgend so etwas, oder? Ja, und die Leute sagen, ich gehe nur in den Club schauen, weil dort kommt dann irgendwann noch der Hund durch den Reifen, oder? Oder irgendwie, keine Ahnung, Papageien-Show auf der Bühne, oder irgendetwas. Also man kann es nicht reduzieren auf die Musik selber, es muss ein Gesamtpaket sein. Es ist Show. Es ist Show plus Musik. Show allein funktioniert, ist auch sehr schwierig. Da gibt es auch Leute, wir kommen auch Konzepte über bei mir in der Agentur, also mit meinem Manager zusammen, da kommen Konzepte, wo du findest, okay, wenn du das auf die Bühne stellst, das sieht geil aus, LED, das, dieses, jenes, Tänzerinnen, Palmen auf der Bühne, alles, ganze Konzept, oder? Und dann sagst du, ja, haben wir noch irgendwie Lieder, oder haben wir irgendein Intro, oder haben wir irgendwas? Aha, ja, wir spielen einfach das gleiche wie alle anderen. Sagst du, ja, aber das geht auch nicht. Das hast du noch eine Agentur, wo du das Künstler... Nicht ich direkt, aber einfach natürlich die Agentur, wo ich auch bin. Okay. Das ist ein guter Freund, mein Manager, und wir arbeiten jetzt seit 10 Jahren zusammen. Und wir schauen natürlich so Sachen zusammen an. Mhm. Oder? Also wenn wir irgendjemanden haben, wo man findet, das lohnt sich jetzt, um den irgendwie in ein Konzept reinzutun oder so. Aber es ist wirklich extrem schwierig, bis du ein Paket findest, jemand, wo eben die 3 Steine oder sagen wir 4 Bausteine gute Musik selber produziert. Mhm. Wenn möglich selber produziert, nicht produzieren lassen, das kann man ja auch, aber selber produzieren ist viel besser. Gute Show auf der Bühne, gute Optik mit etwas, wo du wirklich eine Marke ist, wo du so einmal siehst und nicht mehr vergisst, und dann noch die ganze Social Media. Oder? Und das musst du alles abdecken. Klar, kann es ein bisschen grösser sein, das andere ein bisschen weniger. Gibt es alle Steine, aber wenn du nur Musik bringst, dann musst du den Welthit haben. Dann geht es. Und nicht einmal dann geht es eigentlich. Ja. Weil wie ist der gestorben ist? Der Avicii, oder wie heisst der? Genau. Der hat ja einen Song gehabt, so einen Sommerhit, wo ich wirklich auch super gefunden habe. Ich hatte gar nicht gekannt, bevor. Also ich habe ihn schon gekannt vom Radio oder so. Aber ist das auch ein Showman gewesen? Weil ich habe gefunden, dass das Lied steht jetzt wirklich für sich und ist gut. Oder? Der hat wirklich, ich würde mal sagen, bei dem sind es 80-90% ist es Musik gewesen. Das war ein genialer Musiker gewesen, wirklich ein genialer Musiker. Also der hat Sachen in Dance hineingebracht, wo man auf das erste Mal anhören, als Normalkonsument hat man einfach das Gefühl, ja, das ist noch ein frischer Song. Und wenn man es genau musikalisch analysiert, hat er Sachen eingebaut, andere gehört, andere zum Teil einfach kleine Melodieverschiebungen, die andere nicht machen. Und das hat bei ihm ausgezeichnet, dass die Melodien am Schluss grossartig sind. Das ist wirklich ein genialer Musiker. Mhm. Der hat auch jedes Jahr, ich weiß nicht wie viel, 10, 20 fix fertige Lieder, wahrscheinlich noch mehr im Studio gemacht, aber also veröffentlicht, produktiv und alles gut, alles qualitativ hochstehend. Nicht einfach ein super Single und dann kommt 10-mal Müll, oder? Sondern er hat wirklich... Ja. Einfach, also ein echter Verlust für die Musikszene. Das ist ein richtiger Verlust für die Musikszene, ja. Also das ist, auf der Bühne ist er, würde ich jetzt sagen, nichts Wahnsinniges gewesen. Er hat seine Lieder gespielt, aber es hat gelangt, weil seine Lieder wirklich qualitativ einfach auf einem absoluten Top-Level gewesen sind und die Leute berührt haben. Und das haben die Leute ihm aber auch abgekauft. Aber er ist dann durch das, wiederum auch durch seine Art, ist auch immer gleich auftreten von der Optik her. Er hat in den ersten 3-4 Jahren immer das gleiche Hemd gehabt. Vielleicht mal die Farbe gewechselt, aber immer das kariertes Hemd gehabt. Pressefotos anschaust, die ersten paar Jahre immer die gleiche Hemdbrand gehabt. Immer die gleiche Frisur gehabt und so. Das hat gleich zusammengespielt. Oder? Du hast gewusst, die Musik mit dem gewissen Touch drin, wenn man das analysiert. Und dann der Typ dazu. Oder? Und das hat einfach zusammengepasst und die Leute haben ihm das abgekauft. Aber er ist jetzt so ein Beispiel, wo wirklich über die Musik... Natürlich hat man nachher cleveres Marketing gemacht. Ich meine, die haben in den USA Bustouren gemacht, wo die mit ganzen Bussen durch die USA gefahren sind, wo Avicii drauf gestanden ist. Aber das Fundament ist nicht das Marketing, das ist wirklich die Qualität von seiner Fundament Musik. Bei ihm ist das Fundament Musik gewesen. Aber der hat auch vor über 10 Jahren angefangen. Ich glaube, heute wäre das auch schwierig, wenn einer kommt und einfach Musik anlegt. Der würde nach dem ersten Hit hat er ein paar Auftritte, nach dem zweiten Hit hat er nochmals ein paar Auftritte, nach dem dritten und dann vielleicht nach dem fünften würden die Leute sagen, okay, jetzt buchen wir ihn mal richtig. Machst du überhaupt noch Sachen im Hintergrund? Oder bist du alles, was du produzierst und machst, ist für deine eigene Brand, wenn man so will? Momentan ist alles für mich, weil ich habe einfach keine Zeit mehr. Ich habe das eine Projekt, das ein Partnerprojekt ist mit dem
Jack Holiday, das ist ein anderer DJ, der aus der Ostschweiz. Der hat mich gemeint, als ich gesagt habe. Voilà, ja, eben, genau. Ja. Das ist einer von der ersten. Entschuldigung. Genau, das ist einer von der ersten DJs, die ich produziert habe. Der hat mich sozusagen auch in die ganze Szene mehr oder weniger da eingeführt. Und das mache ich noch mit ihm zusammen, aber das ist wirklich das Einzige. Und sonst nur noch für mich, weil ich habe keine Kapazität mehr. Gut, und jetzt machen wir einen harten Schnitt zu Libertarismus. Es ist mich sehr wunder. Also ich muss mal sagen, ich bin zuerst am Anfang mit dieser Bewegung, wenn man so kann sagen, etwas gehört hat, bin ich extrem skeptisch gewesen. Mittlerweile bin ich sehr offen. Ich habe einfach das Gefühl, es hat immer noch Höcken in dem ganzen Konzept. Und ich höre jetzt aber statt, dass ich da den, wie sagt man denn, der Anwalt des Teufels, wie heißt das, Avocatus Diaboli oder so, genau, spiele, würde ich, dass du das selber bist. Sag mal das beste Argument, wieso das Libertarismus nicht die Lösung für alle Probleme ist. Oder wieso das Libertarismus in der Reihenform nicht funktioniert? Ich könnte natürlich die Argumente sagen, die, die Gegner alle bringen, immer. Und aber ich kann die auch wieder lecken, oder? Also von dem her. Okay, dann. Also die Lieblingsargumente der Gegner sind: A, wer baut unsere Strassen? B, wer kümmert sich um die Armen? C, wer kümmert sich um die Umwelt? Und was haben wir noch? Innere Sicherheit, äußere Sicherheit. Ja. Genau, wer kümmert sich um innere Libertarismus in seiner reinsten Form ist ja eigentlich anarchistisch. Ja, absolut, ja. Ich bin wirklich ehrlich neugierig, weil mir gefällt die Bewegung grundsätzlich gut, weil ich das schon vorhin gesagt habe, du hast das Gefühl, ich sei ein Linke. Und du bist ja mal gewesen, oder? Ja, das Problem ist, ich glaube, ich bin links geblieben, die Linken haben mich einfach verloren. Und zwar darum, weil eigentlich ist die Linke für mich immer gestanden für gesellschaftlichen Liberalismus. Weißt du, also die sexuelle Befreiung und weißt, die verstaubten 50er, 60er Jahre, die unterbrochen worden sind durch Hippie-Kultur und weißt, Schwule sind akzeptiert worden und man hat einfach angefangen, die Gesellschaft zu liberalisieren. Ein Stück weit. Und das ist ja von links gekommen. Da kann man nicht sagen, das ist von rechts gekommen. Es sind nicht die gut bürgerlichen Haushalte, die am Sonntag gekillt sind, die sich für die Schwulen-Ehe eingesetzt haben, jetzt zum Beispiel. Und vielleicht schon für die wirtschaftliche Liberalität schon eher, aber für jetzt gesellschaftlich ja nicht. Und mittlerweile sehe ich aber den Trend, dass die Linken eben an dem, dass sie progressiv sind, sie mittlerweile regressiv, weil politische Korrektheit, man darf alles sagen. Und sobald jemand einen falschen Tweet absetzt, wollen sie ihn kaputt machen, nur weil er eine schlechte Idee hat oder gemeint hat, er müsse etwas posten, das kontrovers ist. Und das ist immer sowas von zwider. Mhm. Und mittlerweile muss ich sagen, man findet eigentlich fast schon am rechten Rand bei SVP, AfD, wo mir nicht sympathisch sind, im Gegenteil. Aber sind eigentlich noch die Fürsprecher von Freiheit. Und darum bin ich eigentlich, im Herzen bin ich immer noch ein Linke. Ich bin liberal links, oder? In dieser Reihenfolge. Und die Leute sagen, das ist ein Widerspruch, weil wenn man liberal ist, ist man nicht links, weil liberal heisst weniger Staat und links heisst mehr Staat. Und wahrscheinlich stimmt das auch ein bisschen. Aber wenn wir jetzt mehr wundern, zum konkreter werden, aus ehrlicher Neugier, wenn man jetzt das wirklich durchsetzt, gibt es noch zwei Varianten. Man kann es abgeschwächt durchsetzen, Liberalismus. Das heisst, man tut einfach mal Schritt für Schritt das vorwärts treiben oder man macht einen radikalen Schnitt. Und bei beiden Varianten habe ich etwas auszusetzen. Wenn man es Schritt für Schritt macht, dann tut man einfach die Reichen belohnen, die schon reich sind. Die schon Erfolg haben, haben noch mehr Erfolg. Und die warm dran sind, bleiben warm dran. Weil die ganze Liberalisierung, das würde heissen, man würde dann mal Arbeitslosengelder abschaffen, man würde Steuern senken. Und am Schluss profitieren eigentlich die schon Erfolg haben. Und wenn man einen radikalen Schnitt machen würde, dann ist es eigentlich nicht viel anders. Weil es einfach die schon Millionäre und Milliardäre sind, die sind eigentlich dann unbezwingbar. Ich lasse mal reden, ich merke, ganz gut argumentiere ich nicht, aber Ist gut. Jetzt, wenn du etwas sagen willst, ist gut, kannst du noch etwas ergänzen. Ja, du ergänzen. Die kritischste Frage ist wirklich, die nehmen wir jetzt mal an, wir haben da die radikale Variante. Und ich finde, man muss radikal Gedanken, man muss es radikal denken, um zu wissen, ob das Konzept verhebt. Oder? Wenn man es radikal denkt, was ich ganz viel von Libertären höre, ja, Militär wollen wir trotzdem noch oder Gericht wollen wir trotzdem noch haben. Und andere sagen, nein, man kann auch Gericht privatisieren. Meine Frage ist jetzt aber, findest du, dass denn zwingend dazu läuft, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, da hat es einen reichen Typ, dem gehört Doppel, das Dörfer, wo wir jetzt drin sind, oder? Der hat ziemlich alles gekauft, oder? Und jetzt kann einfach einer kommen und kauft einfach einen Streifen um Doppel herum und sagt, ich mache jetzt hier Zollschranken und jeder, der über den Zoll wird laufen, der zahlt 200 Franken, 500 Franken, 1000 Franken. Und nach dem Konzept muss man sagen,
es muss irgendwie Regeln geben. Sonst... Ja, natürlich gibt es Regeln. Okay, ja, natürlich gibt es Regeln. Also das ist ja gerade das, also das klassische Beispiel, wo immer gerade kommt. Also erstens mal, mal grundsätzlich, du gehst einfach davon aus, dass es doch relativ einen grossen Anteil an ganz, ganz bösen und böswilligen Menschen auf dieser Welt gibt. Oder? Ich glaube, es braucht nur ganz wenig. Oder wenn du siehst, wir haben ja anarchistische Staaten, ein Stück weit, wo der Staatsapparat nicht funktioniert, von Afrika bis Italien, und am Schluss regiert doch einfach der Mob. Weil wenn du, oder der Mob, am Schluss hast du einfach bewaffnete Gangs, die die Straße fahren. Ja, aber warum haben die Normalbürger zum Beispiel keine Waffen, weil der Staat ihnen verboten hat, Waffen zu haben? Wenn der Staat verbietet, am Normalbürger Waffen zu haben, zu besitzen und mit Munition etc., wer hat dann am Schluss noch Waffen im Staat? Alle Kriminellen. Nur noch die Kriminellen. Da, genau, das ist, dort bin ich auch mittlerweile nicht mehr so ganz gegen Waffen gesetzt, aber das ist ein anderes Thema. Meine, ja, aber das ist ja da genau das. Das ist ja das. Dass man sagt ja immer, ja, dann regieren die Bösen, die Waffen haben, den Mob. Wenn jetzt alle, auch die Guten, wo ich davon ausgegangen, sind immer noch mehr als 50% gute Menschen, die einfach friedlich in Ruhe ihr Leben führen und ihre Familie aufziehen. Gehe ich davon aus, wenn du findest, es sind 90% Leute, die Leute umbringen wollen, dann haben wir ein anderes Menschenbild. Ich denke, es gibt, ich weiß nicht, 50, 60, 70, vielleicht sogar 80% Leute, die einfach in Ruhe ihr Leben, natürlich so erfolgreich wie möglich, so viel wie möglich, aber nicht willens sind, um einfach mit dem Gewehr auseinanderzustehen und zu sagen, gib mir das Geld, sonst verschiesse ich, ich behaupte, ich sind mehr. Und wenn jetzt alle die Waffen haben, und sich sogar noch zusammenschliessen können. Was will denn der Mob noch? Was will denn der Mob? Gut, es gibt den aggressiveren Mob. Der aggressivere Mob. Oder was machst du jetzt gegen 10% gegen 90%? Wenn jetzt alle... Also Nordkorea funktioniert, ein Typ gegen den Rest. Also es funktioniert. Weil er die Leute entwaffnet, ja. Weil er natürlich die Leute entwaffnet. Ja, das entwaffnet. Kann ja dann auch wieder passieren. Wieso denn? Wie ja, weil sie niemand hinterher tragen. Der grösste Mob regiert nachher und die anderen entwaffnen und unterdrücken. Wir sind bei der Diktatur. Weißt du, wie willst du... Wo ist da die... Es ist eine ehrliche Frage. Ja. Ich will nicht, ist überhaupt mit dir gemeint, dass ich da wirklich populistisch irgendwie daherkomme, sondern es sind mir wirklich Wunder, wie willst du denn das verhindern? Dass dann einfach. Am Schluss musst du genau, wenn du jetzt wirklich Anarchie führst, müssen die Leute doch wieder zusammenschliessen gegen die Aggressiven und doch wieder etwas wie ein Staatsgebildeten führen und sagen, nein, jetzt müssen wir irgendwie etwas vorgehen, da kann nicht sein, dass die dort die Straßen marodieren und unsere Frauen vergewaltigen. Gut, aber eben, die Frage ist ja immer, was ist die Motivation von denen, die durch die Straßen marodieren und Frauen vergewaltigen? Macht, Geld, Sex, das Übliche. Geld? Was wollen sie bei dir da einbrechen und da die Kamera klauen? Das ist jetzt nicht sehr attraktiv. Lohnt sich nicht. Eben, bei wie vielen Leuten lohnt sich das, durch die Straßen laufen und mit dem Gewehr und alles runterschiessen, um am Schluss 5'000 Franken Bargeld aus dem Haus zu holen? Wenn du keine Strafe zu befürchten hast. Natürlich hast du Strafe zu befürchten. Welche? Von wem denn? Vom privaten Gericht. Aber dann kommt ein anderes Privatsgericht und verurteilt das Privatgericht und tut die Wie lange wird ein Gericht, wo Plünderer unterstützt, auf dem privaten Markt existieren? Ich glaube, es spielt gerade eben nicht mehr nach Spielregeln. Ich glaube nicht, dass das ist wirklich die grosse Krux, die ich habe mit dieser Bewegung. Wenn du das radikal durchführst, dann hast du blöd gesagt, einfach kein. Da gibt es ein Machtvakuum und es wird gefüllt. Und es wird nicht unbedingt gefüllt von vernünftigen, wird anständigen jetzt gefüllt Leuten. Von vernünftigen, anständigen Leuten, die Krieg führen auf der ganzen Welt und den Leuten Geld wegnehmen. Also die Schweiz macht das nicht. Ich hätte sagen, weil die direkte Demokratie ist nach meiner Meinung das Nächste zum Liberalismus, der funktioniert. Und wenn du es weiterführst, ist nahe dran, ja, wir sind in der Schweiz noch einigermaßen, aber wenn du siehst, wie sich auch in der Schweiz Politiker immer mehr und mit kleinen Trickli und mit grösseren und mit plumperen Trickli einfach über Volkeswillen hinwegsetzen, muss ich sagen, diesen Politikern geht es ja auch nicht darum, zu sagen, wir sind effektiv nur noch Exekutive nach Volkeswillen, sondern wir möchten schon noch ein bisschen regieren. Die heisst ja die Regierung, das heisst, wir lassen uns regieren. Regieren heisst diktieren, oder? Ich bin gegen Hierarchie, immer gewesen. Auch auf der anderen Seite, jetzt eben, das heißt private Gericht, oder? Dann sagst du, er würde nicht existieren. Aber du sagst jetzt ja selber, Politiker sind auch zum Teil ein bisschen korrupt und ein bisschen wie willst du sicherstellen, dass die privaten Richter nicht genauso sind? Und am Schluss sogar noch schlimmer, weil sie weniger Repressionen zu befürchten haben, oder weniger... Weil der Unterschied ist, dass der Staat automatisch durch seine Steuereinnahmen in Milliardenhöhe, wo er einfach überkommt, sich kann eine Polizei und eine Armee
und mit den ganzen Gesetzen das leisten, dass er Leute, die aufmüpfig werden, auch vor einem Richter oder irgendetwas einfach kann sagen, stopp. Das kann der Staat. Ja, aber wenn es jetzt aber ein Konkurrenzgericht, auch eine Konkurrenzarmee, Sicherheitsdienst, wie auch immer, gäbe, die würde sagen, du stopp das Ganze, jetzt schauen wir das einmal noch anders an, dann kann man sich das nicht mehr erlauben. Aber dann gibt es hier dann jemanden, dem gehört die Sicherheitsarmee und am Ende gehört die Sicherheitsfirma. Und dann merkt ihr plötzlich, du, meine Sicherheitsfirma ist 20 Mal grösser als die kleine Sicherheitsfirma. Putzt dann was einfach weg. Wegputzen, einfach, umbringen. Ja. Einfach umbringen. Und dann, was hat er einen Geschäftsvorteil durch das? Würde nachher irgendjemand die noch buchen, wenn er weiss, die haben 500 Leute ermordet? Würdest du die noch buchen? Nein, aber im despotischen Regime ist das eigentlich egal. Oder? Wenn ein Diktator regiert, ist mir egal, ob man gebucht wird. Er ist einfach an der Macht, durch die Macht der Gewalt. Ja, aber eben nur durch das, weil er gar keine andere zulässt. Er lässt ja von Anfang an schon gar keine andere zu. Wenn du sagst, wenn du jetzt würdest sagen, wir hier in Tobel, wir gründen unsere eigene Sicherheitsding, wir wollen da, dass zu Nacht keine Autos mehr durchfahren und dass keine Leute reinlaufen, die wir nicht kennen. Und so, wir gründen unsere eigene Ding, dann kommt sofort der Bescheid von Bern oder von Wiel oder von St. Gallen, ich weiss nicht wo, von wem, wo heisst stopp, wir sorgen für Ordnung. Das ist das Problem. Wenn du aber das würdest zulassen, und nachher kommt der Kantonspolizist von Wiel oder ich weiss nicht woher der kommt und sagt, ich möchte jetzt dann, dann sage ich dir stopp, da ist fertig, du hast auf dem Ding nichts zu melden. Siehst du nicht, also findest du mein Argument, hat Volk ein Fleisch im Knochen, wenn ich sage, es ist Gefahr da, dass einfach nachher, wenn das Machtvakuum passiert, und sagen wir sind alle mal, wie lange haben wir gleich lange Spiele, so wie die Reichen sind immer noch scheißreich und können immer noch, also mit Macht, mit Geld hat man Macht über Leute, kannst du es völlig ausschliessen, dass nachher einfach in eine Oligarchie oder sogar in eine also in ein Gewaltmonopol. Ja, wieder zwingendermaßen die Lücke geschlossen wird. Also im Prinzip ja, gleich mit, wo wir jetzt sind. Immerhin einigermaßen. Ich sage auch nicht, das ist wirklich demokratisch. Einigermaßen demokratisch. Okay. Ist nicht die Lösung statt Libertarismus in der puren Form einfach ein möglichst schlanker Staat? Das ist ein Minimalstaat. Es gibt viele Libertäre, die sagen, das wäre im Prinzip das Ziel. Ich muss sagen, ich habe mich für mich noch nicht richtig festgelegt. Also ich schwanke noch ein bisschen. Klar, wirklich kein Staat ist, finde ich, eine schöne Vision. Utopie, wie auch immer, aber ich wäre auch mit einem Minimalstaat zufrieden. Also Minimalstaat ist einfach kurz zusammengefasst eine Instanz, die zuständig ist für innere und äußere Sicherheit und Gericht. Das kurz zusammengefasst. Also das heisst, aber eben soll es darum Vermögen schützen, oder? Das macht dann auch das, innere, äußere Sicherheit und Gericht. Dein Leben schützen. Ja, deinen Körper schützen, ja. Dein Körper und dein Eigentum schützen. Natürlich, der Eigentumsbegriff ist, also ganz kurz für die Leute, die nicht wo Libertarismus zum ersten Mal hören, das ist jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, gut, das gibt es ja schon seit 100 Jahren, die Bewegung, oder sogar schon länger, aber ist jetzt wieder ein bisschen im Gespräch, natürlich durch das, dass sich viel politisch jetzt auch tut. Libertarismus beruht eigentlich nur auf zwei ganz einfachen Regeln und ich finde, die kann man moralisch nicht, denen kann man moralisch nicht widersprechen. Ich verstehe nicht, wie man denen kann widersprechen. Erstens, ein Mensch hat Recht auf ein Eigentum, inklusive sein Körper. Mein Körper ist mein Eigentum, der gehört sonst niemandem. Niemand darf über meinen Körper verfügen. Voll Übereinstimmung, ja. Eigentum, das ich mir rechtens gemäss den Regeln, die ich mit meinen Partnern ausgehandelt habe, natürlich, Vertragsfreiheit, bilateral ausgehandelt habe, eigne ich mir Eigentum an. Das heisst, ich stehle niemandem das, darf mir auch nicht gestohlen werden. Zweite Regel, keine Aggression gegenüber deinem Eigentum oder deinem Körper. Ganz einfach. Die zwei Regeln. Das heisst, niemand da draußen, kein Mensch, auch kein Bundesrat, auch keine Polizei, auch kein, weiss nicht wo, Diktator irgendwo, darf A, meinen Körper anlangen, mein Eigentum anlangen, das ich legal erwirtschaftet habe, und B, eben, Aggression gegen mich oder mein Eigentum ausüben. Aber eben, nehmen wir jetzt mal an, du hättest 80%, ich finde das sehr vernünftig, ich bin deiner Meinung, in einer idealen Welt ist es so. Ich bin auch Freidenker. Muss gar nicht ideal sein. Muss ja gar nicht ideal aber, sein. Auch wenn jetzt 80% der Leute, muss ja eine grosse Bevölkerungsmehrheit hinter dir haben, damit du so etwas kannst, starten. Weil sonst hast du eben den Staat gegen dich. Du musst ja den Staat wollen abschaffen. Ja, aber wer ist der Staat? Wir. Also eben, ja, nein, wir sind es eben nicht. Ja, wir sind es nicht. Stimmt. Warum musst du gegen den Staat kämpfen, wenn du es ja selber bist? Aber wenn du eben Libertarismus hast, willst du es eben abschaffen. Dann nimmt mich eben doch noch. Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt für dich hartnäckig, aber ich habe die Antwort nicht bekommen, wie du ausschliessen
dass nicht der Mob regiert. Dass einfach sich Leute brutal zusammenschliessen und fangen wir mit einem Milliardär an, irgendeinem rücksichtslosesten von allen, wirklich ein schlechter Mensch, ein einziger, der einfach mit roher Gewalt, wie in Afrika, die Lord of Wars, die Warlords, die einfach marodieren. Die haben Helikopter, die haben richtiges Geschütz, die haben Flugzeuge, die haben was ich was. Und überall, wo die Leute aufmucken, haben sie einfach Bomben gefallen. Okay, und wer verkauft denn jetzt die Helikopter und die Bomben? Die haben sie ja schon, weil sie sind ja schon Milliardäre gewesen, die angefangen hat. Okay, wer hat sie ihnen verkauft? Ein Rüstungskonzern von Staatens wegen, oder? Die Schweizer Rüstung, die deutsche Waffenindustrie, alles staatliche Firmen. Schon private Firmen, aber unter staatlicher Aufsicht. Genau. Das heisst, heute ist es ja nicht besser. Das heisst, die Staaten verkaufen ja heute nicht die Waffen. Im Libertarismus, ich sage jetzt nur, wenn wir schon dort wären, du kannst schon sagen, ja, die haben noch ihre Helikopter, in 20 Jahren sind die Helikopter nicht mehr wert. In der Zukunft müsste ein Waffenkonzern, was es vermutlich noch gibt, muss sich überlegen, verkaufe ich irgendeinem, der am Schluss meine eigene Firma bombardiert, die Bombe. Heute können die Staaten das machen, weil sie sagen, ja, wir sind geschützt durch das, wir haben noch NATO, wir haben UNO, wir haben dieses, jenes. Deutschland sagen sich, die Bombe, wo wir, oder die Schweiz sagen sich, die Waffen, die wir, ich weiss nicht, woher exportieren, kommen eh nicht zu uns zurück. Ist alles ein bisschen einfach, oder? Wenn du aber rein wirtschaftlich denkst, Staaten müssen nicht wirtschaftlich denken. Staaten machen Defizit, Schulden, kommt Geld, kommt rein über die Steuern. Als Firma, als Waffenfirma, überlegst du dir vielleicht zweimal, wem verkaufe ich meine Waffen? Ja. Ist das eine Firma, der ich vertraue, oder ist es einfach irgendein Spinner, der dann irgendwann zu mir kommt und sagt, jetzt gibst du mir die Waffen gratis, sonst du die Atombombe auf dein Haus? Aber eben, das Problem haben wir eigentlich jetzt schon, oder? Aber weil Staaten, andere Staaten, das Geld, Saudi-Arabien kommt Waffen über in Milliardenhöhe, obwohl es ein völlig Unterdrückerstaat ist, wo niemand kann sympathisch finden. Eben, aber das sind ja Staaten, die das machen. Sie machen es Firmen. Machen es einfach Firmen. Dann hast du Deutschland AG, oder? Ja, aber warum haben die Staaten so viel Geld, um sich überhaupt so eine Armee zu leisten? Welche Privatfirma könnte sich eine Armee leisten? Was hat die USA für ein Budget für eine Armee? Das sind irgendwie 300 Milliarden oder irgend so etwas. Ja. Ich weiss es jetzt nicht, oder 100 Milliarden oder keine Ahnung. Nein, es ist mehr, es ist etwa 800 Milliarden. Eben. Wie viele Privatfirma würde 800 Milliarden in eine Armee investieren, nur dass sie mich sagen kann, jetzt können wir auf Afrika aber gehen, drei Bomben abladen. Also, Apple gehört, habe ich etwa schon 500 Milliarden so in Cash. Okay, und jede Woche Milliarden gut. Mehr. Jetzt weisst du, wenn ich ein neues iPhone lanciere, mache ich 5 Milliarden mehr Gewinn. Ich habe keine Ahnung. 5 Milliarden oder 10 Milliarden Fürsche. Wenn ich jetzt in Afrika einmarschiere, verliere ich mal 50 Milliarden mit meiner Armee. Was würdest du machen als Geschäftsführer von Apple? Nein, Apple nicht, aber Apple verdient Geld. Jetzt hat man eine reiche Firma gekippt. Oder? Was heisst gekippt? Ja, sie hat Erfolg gehabt und jetzt für Microsoft und sie merkt, jetzt mit sie anfangen konsolidieren. Dann würdest du in eine Armee investieren. Das ist die beste Geschäftsquelle zum Geld verdienen. Das ist doch nur Geldverlust. Keine Armee auf dieser Welt verdient Geld. Wohl, wenn du auf Mexiko gehst und einfach das Land in Beschlag nimmst und einfach sagst, das ist jetzt Microsoft Country. Und dann musst du die Leute alle entweder verschiessen oder Sklavenarbeit. Wie viele Leute kaufen nachher Microsoft, wenn sie sehen im Facebook, dass Mexiko 1000 Leute verschossen werden? Wieso sollten Länder jetzt bombardieren? Aus politischen Interessen? Länder? Ja, weil die Länder nicht wirtschaftlich denken. Aber Firmen haben auch politische Interessen? Nein, ganz sicher nicht. Also ich habe noch nie von Apple ein Schreiben bekommen, wo es geheißen hat, bitte passt sie auf und weiss nicht was. Weil sie nicht dürfen. Ach, das würden sie machen. Aber wie lange würdest du noch ein iPhone kaufen, wenn du jetzt vom, wie heisst der neue Apple-Chef? Ich weiss es gar nicht. Tim Cook. Tim Cook schreibt dir, wir haben gesehen auf Facebook, sie äußern sich komisch politisch. Wir verbieten ihnen das und sonst kommen wir mit Handschellen vorbei. Wie viele iPhones würdest du nachher noch kaufen? Also sie haben jetzt gerade einen Mundtalk gemacht, wo es allen sozialen Netzwerken rausgenommen worden ist. Eben. Hast du das Gefühl, der kauft noch ein iPhone und erzählt allen Kollegen, hey, Apple ist super? Aber das ist ein neues Geschäftsmodell und sie brauchen die iPhones nicht. Aber wer unterstützt noch eine Firma, wo du offensichtlich, und im heutigen Zeitalter bleibt ja nichts versteckt. Weißt du, nehmen wir jetzt mal sogar an, ich würde einschwenken. Ich muss sagen, ich habe nicht super Argumente, ich bin einfach intellektuell zu wenig bewandert, um alles gut kontern. Aber selbst wenn das so ist, es ist ja illusionär, dass weltweit einfach heute auf morgen Liberalismus eingeführt wird. Das heisst, du wirst zwingend eingeführt wird. Das heisst, du wirst zwingend immer noch Staaten haben, die nicht so sind. Mhm. Oder?
Und du musst ja dann dich zwingend in dem Land, wo du bist, ja, immer noch müssen verteidigen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, jetzt sind wir da eine Hippie-Gemeinschaft, mhm, die sagt, jeder kann machen, was er will und so. Sondern du musst dich, es wird so sein, dass Schritt für Schritt müssen wir Libertarismus verbreiten. Und ich sehe das Konzept nicht ausreden, man behaltet Militär bei, man behaltet Polizei bei und behaltet am Schluss eben auch Gericht bei. Okay, aber das, du implizierst ja wieder, dass angenommen jetzt, sagen wir ein Kontinent, sagen wir jetzt Europa, Mitte von Europa wird libertär. Mhm. Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, England, ich weiß nicht, vielleicht noch Skandinavien und so, die werden libertär. Mhm. Und dann implizierst du, dass die USA nachher wird Krieg gegen wer dann führen, genau? Einfach mal ganz Europa flächendeckend bombardieren, was haben sie davon? Nichts. Nein, aber was würden sie machen? In Paris, im libertären Paris einfahren und sagen, so, jetzt ihr, jeder einzelne Franzose, zuerst mal schauen, was hat der für Waffen daheim, mhm, weil du weißt nicht, vielleicht hat der andere auch 3 Handgranaten, das heisst, du kannst nicht einfach Dinge losschicken. Vielleicht hat Paris auch eine Atombombe, das weißt ja du dann nicht. Ich glaube nicht, dass es von einem anderen Land käme, sondern es gäbe eine Bewegung von unten, also von einem einzelnen Reichen, es wäre nicht ein Staat. Aber die Reichen sind ja die Ersten, die sich dem anschliessen würden. Die Reichen sind ja die Ersten, die würden sagen, super, okay. Schluss mit dem, okay, Staat. Gut, ich muss doch ein bisschen kapitulieren, weil ich, also nicht, weil ich finde, ich habe nicht recht, sondern weil ich merke, man dreht sich im Kreis. Ich bin zu wenig schlau, um jetzt die klugen Fragen zu stellen, wo ich dich kenne, und die in einengen. Vielleicht gibt es die auch nicht. Vielleicht bist doch, die gibt es schon. Ich bin auch nicht, längst nicht auf allen Punkten 100% sattelfest, aber bis jetzt habe ich es einfach noch nicht. Ich verstehe noch, es heisst immer, man muss sich, wenn es die Staat die Grenzen nicht mehr gibt und wenn es der Staat mit seiner Riesenarmee nicht mehr gibt, kommt sofort der Böfei, oder? Dann kommt der Russ oder der Ami oder der Nordkoreaner und fällt sofort in Zürich ein oder in Dobel und macht da was mit den Leuten. Dass du in ein Land einfallst, ist ja klar, weil dann kannst du das Land besetzen. Aber wenn es das Land gar nicht mehr gibt, dann musst du jedes Dorf einzeln einfallen, entweder die Leute umbringen, was dir wirtschaftlich nichts bringt, oder, mhm, du fällst in ein Land, in eine Stadt ein, wo eine grosse Firma steht, dann musst du aber die Leute versklaven, dass sie für dich arbeiten nachher. Wer kauft denn die Produkte aus einer Sklavenfirma? Also die Idee von das Krieg führen nur Länder gegen Länder. Und wenn es Länder nicht mehr gibt, gegen wer willst du dann Krieg führen? Also das ist eben von der praktischen Umsetzbarkeit, und da muss man sagen, das ist das Thema für sich. Eigentlich ist ja interessanter, ist eine Art Philosophie dahinter. Ich bin ja selber lange Freidenker gewesen und ich bin ganz klar für Training von Kirche und Staat, und ich habe innerhalb von der Freidenker jemanden getroffen, der libertär denkt. Und ich muss sagen, man hat als freiheitsliebender Mensch ganz viel Mühe gegen das Prinzip des Libertarismus. Das ist eben das, was mich ein bisschen durcheinander bringt. Soll ich sagen, logische Argumente bringen oder wirklich überzeugen. Ich habe es mit dem Gerechtigkeitsbegriff versucht. Oder was ist Gerechtigkeit? Und das ist eben schon spannend, dass man einfach sagen kann, gerecht ist, wenn ich mit dem Körper machen kann, was ich will, und wenn ich frei agieren kann, soll ich niemand anderen verletzen oder so. Oder? Das ist eine Art. Und dann habe ich auch gemerkt, wenn man wirklich rein stringent, wenn man wirklich eine saubere Logik aufsetzen kann, kann man den Libertarismus nicht viel auszusetzen haben, weil sogar wie man mit den Armen umgeht. Ich glaube nicht, dass der Staat unbedingt die beste Methode liefert, wie viel Geld tun wir reinbuttern, um zu schauen, dass niemand stirbt, dass niemand Hunger hat und niemand muss unnötig krank sein. Da sehe ich auch eine Problematik dahinter. Aber ich merke fast, ich muss mich noch ein bisschen besser einlesen, um da in die Tiefe gegen dich argumentieren. Nicht, dass ich finde, du hast jetzt die unglaublich gute Argumente gebracht, sondern ich merke einfach mehr. Wir sind wahrscheinlich auch nicht, oder? Es sind schon gute Argumente, aber ich habe nicht das Gefühl, sie sind unwiderlegbar, nur ich kann es nicht widerlegen. Okay, aber wir können gerne, ja, das finde ich sehr eine ehrliche Einschätzung. Aber eben, ich bin auch nicht total durch. Ich habe wirklich ein paar Hörbücher gelesen zu dem Thema. Es gibt ein paar sehr spannende Abhandlungen, wo es wirklich um konkret Anarchie in der Praxis und so Sachen geht, wo wirklich konkret Fall von was mache ich in einer Privatrechtsordnung, wie man dem so schön sagt, oder Anarchokapitalismus oder wie auch immer, wenn jetzt mein Nachbar seinen Dreck in meinen Garten rührt und so Sachen. Oder es gibt wirklich Abhandlungen, wo das ganz genau explizit aufgeteilt wird. Was passiert, wenn jetzt wirklich der böse Russ kommt oder wer auch immer mit der Atombombe und so. Also da gibt es Dinge. Ich habe das gelesen, ich habe das angeschaut. Ich weiß auch nicht alles. Ich finde einfach den Gedanken wahnsinnig spannend, und um schnell aufs Grundsätzliche zurückzukommen, warum ich überhaupt die ganze Vorstellung so sympathisch finde, ist einfach, wenn man sich mal bewusst wird, wo überall
ob das jetzt via Diktatur ist oder via Politiker oder wie auch immer, Diktatur, Entschuldigung, Demokratie, ich verwechsel schon, oder via Politiker, wo überall in unseren Alltag hinein wir irgendetwas vorgeschrieben bekommen. Es ist brutal. Und wir akzeptieren das einfach still, weil Kinder lernen es schon im Kindergarten. Sie lernen es schon vor dem Kindergarten. In dem Moment, wo das Kind auf die Welt kommt, kommt es eine Registernummer über, kommt es einen Pass über von diesem Formular. Der muss es unterschreiben, der muss es unterschreiben, ja. Der. Du akzeptierst stillschweigend einen Vertrag mit Millionen Klauseln, die dich noch kosten, lebenslänglich etc., ohne dass du jemals den unterschrieben hast. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit dem Schweizer Staat je einen Vertrag unterschrieben habe. Die sagen einfach, du bist da, friss oder stirb. Darum muss ich sagen, wenn jemand für Trennung von Kirche und Staat ist, weil ich finde, das gehört getrennt, dann muss man eigentlich sagen, eigentlich sollte man auch das Individuum vom Staat können trennen. Sollte jeder können selber entscheiden. Aber ich denke einfach am Schluss, wenn man wirklich das Pragmatische suchen, wenn man wirklich was sagen, was ist praktikabel, dann ist es doch einfach ein kleiner Staat mit einer direkten Demokratie. Und da ist ja die Schweiz eigentlich im Vergleich zu fast allen anderen Ländern in einer wahnsinnig schönen Situation. Und es funktioniert verdammt gut. Oder? Das ist ja der Beste. In Deutschland heisst es immer, sie wollen die Direktdemokratie nicht, wahrscheinlich wie sie Angst haben vor der Hitler-Zeit und dass sie da in einem Böli machen. Und mit dem Argument auch, dass Bürger nicht mündig sind, um über Sachen zu entscheiden. Und das ist ein lächerliches Argument, weil wenn man sich überlegt, ist es viel, viel einfacher, eine Sache zu durchschauen, als einen Mensch zu durchschauen. Das heisst, wenn ein Gerhard Schröder oder ein Angela Merkel ansteht und sagt, ich verspreche heute an, ich werde das machen, ist es fast unmöglich, in den Menschen hineinzuschauen und zu sagen, Moldi wird jetzt das machen. Und wenn man in Deutschland schaut, zumindest seit ich denke, seit Kohl, Schröder, Merkel, ich sehe eigentlich keinen Unterschied. Oder? Du kannst das eine wählen und es passiert im Großen und Ganzen gleich. Das eine wird ein bisschen, das andere hat eher so eine konservative Rhetorik, ein bisschen weniger gesellschaftsliberal, die anderen sind mehr wirtschaftsliberal. Aber eigentlich willst du immer das Gegenteil wählen und kommst das Gleiche wieder rüber. Und diese Problematik sehe ich brutal. Und ich sehe auch im Herzen, dass mir eine extrem sympathische Idee ist. Obwohl ich muss sagen, ein Argument, wie wir noch schon wissen, auch wenn der Staat jetzt extrem, ja, Antwort hätte ich noch gerne von dir, auch wenn der Staat extrem, sage ich mal, verschwenderisch ist, korrupt ist, am Schluss sorgt er doch dafür, dass zumindest in der Schweiz niemand nichts mehr zu verlieren hat. Oder wenn du jetzt in anderen Ländern bist, wie in Afrika, wo ich öppe bin, dort willst du am Abend um 6, 7 Uhr einfach, wenn es dunkel ist, nicht mehr rausgehen, weil es hat so viele Leute draußen, die haben nichts mehr zu verlieren. Die sind für die HIV positiv, die haben kein Geld und weiß ich nicht was. Und die tun dich wirklich einfach totschlagen für 1000 Stutz, für 200 Stutz. Und das kann dann wirklich einfach passieren. Und da ist ich hatte eine Webseite bei der Denkfabrik oder so etwas, ich weiß nicht mehr, wie die heisst, Manufaktur etwas, Wissensmanufaktur, glaube ich, genau. Da habe ich einen Vortrag gesehen, nur der Anfang, war aber sehr spannend gewesen. Und der hat gesagt, oder, wenn man in Länder schaut, wie Brasilien, dort bin ich auch gewesen, und dort laufst du einfach über die Straße und plötzlich kommt ein SUV durch mit tönten Scheiben und überkarrt dich fast, oder, weil du bist einfach niemand, und da kommen die Leute mit Geld, du bist niemand. Und da muss ich mich einfach fragen, die Leute leben hinter Mauern, und sie müssen Angst haben vor Entführungen und all dem, weil es ganz viele Leute hat, die einfach nichts mehr zu verlieren haben. Und wie will man mit dem Libertarismus sicherstellen, dass man nicht ganz viele Leute hat, die nichts mehr zu verlieren haben? Weil die sind nachher da, die die Lebensqualität eines Staates, auch wenn sonst alles andere gut ist, vor allem wenn du Geld hast, gut ist, eben dann doch so massiv beschränkt, dass man sagen muss, ich fühle mich nicht mehr wohl in dem Land. Bei der Copacabana, mag ich mich erinnern, hat man gesagt, die erste Straße ist sicher, die zweite geht auch noch, bei der dritten musst du langsam aufpassen, weiter willst du nicht. Ich war 2 Wochen dort gewesen, und ich bin vorher wie in einem luxuriösen Gazastreifen. Ich bin vorher wie in einem Käfig. Die haben mich gar nicht richtig rausgetraut. Wir sind jetzt einfach Leute, die nichts mehr zu verlieren haben. Und das ist meine Frage, ist es nicht besser, einen korrupten, einen verschwenderischen Staat zu haben, der einfach dafür sorgt, dass niemand nichts mehr zu verlieren hat und dafür kann man sein Eigentum einigermaßen gut behalten, man hat nicht Angst, dass das eingebrochen wird, weil einfach im Großen und Ganzen läuft es. Ja, gerade Stichwort. Bei mir die haben schon 2-mal eingebrochen worden. Die Polizei ist eine halbe Stunde später gekommen, haben nichts mehr können machen, außer dass ich am Schluss noch müssen, via meine Versicherung, die ja mir der Staat nichts zahlt, die Fenster flicken. Ein Jahr später habe ich so einen dicken Stapel bekommen, sie hätten jetzt doch den Täter können mehr oder weniger sicherstellen, aber sie raten mir davon ab, eine Strafanzeige zu stellen, weil er sei schon längst außer Landes. Was bringt mir der Staat? Sicherheitstechnisch? In dem anekdotischen Fall nichts. Voilà. Das ist eine Illusion, die Polizei schützt dich doch da nicht. Das ist doch eine Illusion. Wenn du eine private Sicherheitsmannschaft da um das Haus herum hättest, die würde dich 10-mal effektiver schützen. Gut, sie schützen halt auch das, dass halt im Hintergrund immer wieder... Dass man meint, sie seien da. Gut, also wenn man kein... Weißt du, das Gefühl, in der Schweiz wäre es gleich sicher, wenn man keine Polizei hat? Nein.
Natürlich nicht. Aber es ist eine Illusion, zu sagen, die schützen mein Haus. Das ist nicht de facto nicht so. Nicht so direkt. Aber ja, die Einwanderungskontrolle, all die Sachen, die sorgen schon dafür, dass man weiss, wer im Land ist. Man kann ein bisschen beobachten. Ja, bei den Leuten, die bei mir gebrochen haben, hat man es nicht gewusst. Die sind wieder weg. Die sind einfach gekommen irgendwie. Ich fahre jedes Wochenende über Grenzen. Jedes 10. Auto winkt raus. Ich habe einen im Kofferraum rein, ich habe einen im Frank rein. Das ist ja ein kleiner, oder? Frank, oder? Genau. Nein, reden wir über Tesla, das ist doch gefallen. Ja, können wir nachher zum Ausklingen können wir noch über die Lustig oder über Religion können wir auch noch. Aber einfach, um das zu sagen, das ist auch so etwas. Eben, uns wird gesagt, da kommt der Polizist kommt in die Schule irgendwann und sagt, ich bin der mit der Techlikappe, mit der Springerstiefel, oder? Die dürfen dann mit der Uniform rumlaufen und so. Der, wenn du würdest privat so rumlaufen, würde die alle schief anschauen. Der Polizist darf den ganzen Tag mit der Techlikappe rumlaufen und so, oder? Ist auch so, einfach, der muss demonstrieren, ich bin der, wo darf das Käppchen tragen. Da die Abzeichen, da so, ich sage dir... Völlig unsympathisch, Ich sage nichts gegen Polizisten, die machen einen super Job, das ist alles schön und gut. Ich finde nur den Gedanken dahinter, dass wir jemanden erheben auf das Ding, der kann sich mit auf die Straße stellen mit der Knarre und sagen, du haltest jetzt an, weil wir wollen wissen von dir, wo fahrst du her. Wobei die Aussagen musst du schon nicht mehr machen. Du bist nicht auskunftspflichtig. Oh, okay, gut. Ich bin vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr das letzte Mal in die Kontrolle gekommen. Und dort haben sie dann alles wissen. Oder? Einfach am Schluss habe ich gesagt, was ist denn jetzt genau das Problem gewesen? Ja, eigentlich nichts, außer sie sind ein bisschen näher aufgefahren. Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir eine halbe Stunde Fragekatalog, weil ich zu näher aufgefahren bin. Dann habe ich gesagt, sie ein Video? Nein, der Kollege und ich haben es gesehen. Dann habe ich gesagt, Abbruch, kann, oder? Das Schlimme ist, aber, es kann sogar lange. Ich weiß, das ist ja noch schlimmer. Ich muss dich jetzt leider sogar noch unterstützen. Ja. Ich bin vor 25 Jahren bin ich Gothic unterwegs gewesen, kam 2,20 Meter mit Frisur, habe ich einmal gesagt. Würde es mir auch helfen, die Frisur nicht mehr? Ich bin froh um jeden Zentimeter. Genau, auf jeden Fall, dort hat sie Zeit gehabt, St. Gallen, wo offene Drogenszene gehabt, das wäre nochmal ein Thema für sich. Das war auch libertär gewesen. Sehr libertär, was dort abgegangen ist. Und, auch ein gutes Thema, ja. Ja. Und dann, ich weiss jetzt, bin ich am gleichen Tag bin ich 3-mal rausgenommen worden. Und an einem Tag bin ich wirklich, ich bin im Zug eingefahren in St. Gallen, ich hatte den Fuß noch nicht am Boden gehabt, es geheißen mitkommen. Und einmal bin ich dort am Bahnhof gestanden, beim Rondell am Bahnhof St. Gallen. Das war so 1995, 97, um das herum. Und habe auf meine Freundin gewartet. Und dort habe ich gesehen, so ein Polizist, breitbeinig dastehen, so ein Pseudorambo und noch ein älterer Typ, der normal ausgesehen hat. Und die haben die jemanden auseinandergenommen. Und ich habe das einfach dann so angeschaut. Und ich bin doch in schwarz rumgelaufen, schwarzen Mantel. Und genau, habe das einfach angeschaut. Und dann habe ich etwa 40 Stunden lang zugelassen, sie die auseinandernehmen und dann kommen sie auf mich zuschreiten und sagen, was machst du da? Und dann habe ich gesagt, das geht sie nicht an. Gut, Mikro. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Witz, oder? Ich habe ja gesehen, dass sie da sind, wenn ich etwas hätte, wäre ich ja weggelaufen. Ich hatte sie schon im Augenwinkel gehabt. Und dann konnte ich ins Polizeiauto sitzen. Die Hände auf, wenn ich immer eine schöne Fahne habe, falls ich Drogen habe, dass ich nichts wegwerfen kann. Und dann haben die dann gesagt, ich habe das Recht nicht zu sagen, wenn ich will, wenn ich da bin. Dann haben sie gesagt, ja, meine Freundin kommt jetzt nach und sie weiss, wo ich bin. Und dann haben wir gewartet, bis meine Freundin kommt. Aber jetzt hätte sie dann auch sehen, wieso ich da bin. Aber nein, sie haben mich müssen dann in die Station fahren, etwa 3 Kilometer weiter, meine Freundin dann hinten an. Und dann sind wir auf der Polizeiposte gewesen. Jetzt heisst es ausziehen, haben mich ausgezogen, die Unterhosen auch, Unterhosen neben. Seit der Führerbüge, haben sie mein Arschloch angeschaut, haben wieder anlegen, 5 Minuten warten, dann konnte ich gehen. Einfach nur mit Demütigung. Und alles, was ich gemacht habe, ist mein bürgerliches Recht wahrgenommen, diesen scheiß Bullen, das sind jetzt zwei, also der eine war normal, aber der andere war wirklich einfach ein Arschloch. Einfach etwas nicht zu sagen, was ich nicht verpflichtet bin zu sagen. Und da muss ich eben sagen, habe ich ganz viel, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe ganz viel Sympathie für einen schlanken Staat und eben, und gegen Korruption und je schlanker, desto besser. Und am Schluss, ich würde sagen, man muss ja nicht, du hast nicht auskunftspflichtig sein, ich weiss, am Schluss bist du eben doch, außer willst du jedes Mal das Arschloch zeigen. Oder? Aber ich hatte auch ein schönes Arschloch gehabt. Ich habe gesehen, wie seine Augen glänzend haben. Okay, würdiges Finale jetzt. Das ist spannend gewesen, ja. Nein, eben, nur kurz zusammengefasst, nur dass da kein falsches... nicht, dass jetzt die Polizei mich anhalten auf dem Heimweg, wir sind zum Glück nicht live. Bist du schneller? Aber sie wissen ja, wo ich wohne, sie sind ja auch schon 2-mal bei mir zu Hause gewesen, um Spuren sichern, irgendwie. Nein, ich habe ja nichts gegeben, gegen Schutz und
Polizei an sich, dass die aufräumt und ordnet und alles, habe ich überhaupt nichts dagegen. Die Leute braucht es ja. Aber ich sage nur, die Idee von, dass man einfach a priori, weil ich jetzt in diesem Haus wohne, muss ich jetzt die Leute akzeptieren als die meine Beschützer, die mich aber dann de facto nicht beschützen im Ernstfall. Ich hatte den Einbrecher noch im Haus rein, als ich heimgekommen bin. Also der hätte mich können umbringen an dem Abend. Ich habe das Glück gehabt, dass er zum Fenster rausgekumpelt ist. Also mich hat niemand beschützt. Aber ich bin auf die angewiesen. Ich kann schon, klar kann ich eine private Bewachungsfirma in mein Haus patrouillieren lassen. Zahle ich einfach doppelt, weil ich zahle die Polizei und die. Aber das Problem ist ja, wenn du einen Schadenfall hast, dann kommt der Versicherungsexperte. Das sind ja nicht unbedingt die angenehmer und besseren Menschen als Polizei, oder? Nein, aber die kannst du dir auswählen. Nicht wirklich. Was, nicht wirklich? Also wie viel Mal hast du im Leben auch schon die Versicherung gewechselt? Ja. Und dann kommt der nächste Scheiß. Ja, also dann mach eine neue Versicherung, die es besser macht. Jetzt will ich keine Versicherung mehr, damit ich mit diesen Typen nichts mehr zu tun habe. Eben, siehst du. Das ist auch so etwas. Das ist auch die Krankenkasse, sind wir beim Gleichen. Wenn jemand doch einfach findet, hey, ich lebe so lange, wie ich will, und wenn es mich putzt, putzt es mich. Und wenn ich ins Spital muss, gehe ich und zahle es selber oder so. Dann kommt der Staat und sagt, nein, du musst eine Krankenkasse haben. Ja. Du musst einfach. Weil wir wollen, dass du, oder? Und so. Wir und wollen halt die Leute an Krebs verenden in Seitengassen. Wie? Wir wollen halt nicht, dass Leute an Krebs verenden in aber wenn der das selber will, dann sind wir schon bei den Drogen. Wenn jemand sich will, ich weiß nicht, was man alles, diese Flaschen, weiß nicht, was da will, intravenös heute Nacht reinpfeifen, weil ihm das den Rausch vom Leben gibt. Die Flasche darfst du, aber in dem Moment, wo da etwas anderes drin ist, wo der Staat gesagt hat, stopp, dann darfst du nicht mehr. Ich bin voll deiner Meinung. Das ist ja... Gut, ja. Aber da finde ich eben, braucht es nicht keinen Staat, sondern es braucht einen Staat, der einfach Drogen liberalisiert. Ja, aber wenn du sagst, wir brauchen einen Staat, aber er muss das erlauben, er muss das erlauben, er muss das erlauben, er muss das erlauben, dann nimmst du immer so viel Kompetenzen weg, wenn du schlussendlich schaust, ob du darfst abends noch ein Feuerli machen in deinem Garten und alles und so, du nimmst dem so viel Kompetenz weg, dass du am Schluss sagst, es braucht ihn gar nicht mehr. Oh, da habe ich eine super Geschichte. Jetzt kommt wieder eine Geschichte. Jetzt habe ich wieder eine. Aber nicht mehr ganz so mit Detail wie vorher, bitte. Nein, ohne Arschlöcher. Ist gut. Bring. Wir haben hier einen schönen Garten und mein Vater hat da ein paar Bäume getan, damit Nachbarn bessere Aussicht haben. Da muss ich aufpassen und erzählen. Eben, da kommt sonst der Gemeindepräsident oder ich weiß nicht wer. Ja. Ich habe super Nachbarn, aber mein Vater hat eine gute Idee gehabt, dass das bisschen Holz, das er hat, statt in die Grünabfuhr gibt, dass er einfach anzündet. Das war wirklich nicht viel gewesen. Dann hat es ein bisschen Rauch gegeben. Und dann muss wahrscheinlich jemand die Polizei angerufen haben, aus der Nachbarschaft, nehme ich mal an. Mhm. Dann ist der Gemeindame, der Gemeindepräsident, ist dann am Strassenrand gestanden und hat gesagt, du Maxi, ich muss da, es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich muss dir etwas geben. Und dann hat er ihm einen Flyer übergeben. Ja, die offizielle Regel ist, man darf bis zu einem halben Kubik Holz so verbrennen oder was ich da. Aber in dem Flyer ist eine Verordnung von der Gemeinde gewesen, und dort ist gestanden, man darf ein Feuerli machen, das so gross ist, dass man ein Servle kann braten und den Servle bringen und lustvoll verzehren. Yes. Er hat dann keine Busse bekommen, aber als ich das gehört habe. In diesem Moment bin ich auch ein Libertärer, oder? Da sind wir uns einig. Man muss sich fragen, wo ist denn noch Eigentum? Wie der Grünabfall, der sonst ja verbrennt. Am Schluss ist CO2-neutral. Aber ich verstehe das. Aber da sollten doch eben genau die betroffenen zwei, drei Nachbarn sollten miteinander, via, das läuft im Libertarismus, via Versicherungen und Abmachungen und etc. bilateral, Vertragsfreiheit. Wenn du da reinzügelst, redest du mit deinen Nachbarn und sagst, Jungs, Mädels, ist es okay, wenn ich am Samstagabend das Feuerli mache? Wenn beide sagen ja, dann muss ich kein Gemeindepräsident einmischen mit einem Flyer. Das ist einfach, aber das zeigt ja exemplarisch das Problem. Ich werde der Erste, der sagt, Minimalstaat. Ich werde der Erste, aber das Problem ist, wenn du am Minimalstaat zustimmst und sagst, schaut, ihr dürft für Ordnung sorgen, ihr dürft für Sicherheit sorgen, ihr dürft Richter stellen, dann sagen die eine Woche später oder einen Monat später, aber dort haben wir gesehen, dass dort in diesem Teich so und so, dann kommt schon die nächste Verordnung. Das bläst sich auf, es hat noch nie, korrigiere mich, wenn du es besser weißt. Es hat, glaube ich, noch nie in der Menschheitsgeschichte einen Staat gegeben, der sich von mir selber verkleinert hat. Weil das ist die Idee vom Staat, er will ja immer mehr. Kein Politiker sagt, ich stehe an, weil ich will weniger Macht. Das macht ja keiner. Das ist ja das Perfide daran. Ich wäre sofort dafür. Es ist ja genau das Gleiche wie mit den Steuern. Wenn man würde sagen, das ist ja eines der Kernthemen des Libertarismus, fängt ja alles mit den Steuern an, weil Steuern sind nach unserer Definition Raub. Weil es kommt einer und sagt, du gibst mir jetzt das Geld und wenn nicht, kommst du in den Knast. Punkt. Ganz einfach, ist Raub. Wenn jetzt ein Staat sich selber
gesund schrumpfen. So weit oben runterfahren, dass alles andere kannst du privat, bilateral, mit eigenen Versicherungen, mit eigenen so und so und so. Plus, ich würde sagen, wisst ihr was, wir haben wirklich noch Minimalaufwand. Wir nehmen zwischen 5 und 10% flat für alle. Für den Milliardär, für den, der 10 Franken auf die Stunde hat und im Monat 3'000 Franken verdient. Flat 10% für alle. Wir hätten die Diskussion heute gar nicht. Aber das Problem ist, wenn du das anfängst, dann sagt der Staat nach einem Jahr, wir haben festgestellt, dass halt doch, weil wir haben noch dort anreisen und so, wir müssen die Steuer auf 12% aufentun. Dann nicken alle und im Jahr sind es 15% und dann sind es 17%. Ist ja erstaunlich, dass die Bürger immer zustimmen. Das ist ja, ja, aber weil es so perfid gemacht wird. Uns wird eingetrichtert von Anfang an, seit ich... Das Erste, was ich mich daran erinnern kann, was ich mit dem Staat zu tun kann, ist A, die Polizei, die mich mit dem Töffel rausgenommen hat und irgendwie 2 Stunden auseinandergenommen hat, weil mein Vergaser anstatt 10 mm Durchmesser, 13 mm Durchmesser gehabt. Was hast du mit dem Vergaser gemacht? Ausbohrt habe ich. Doch, schon, ja, natürlich. Und das Töpfe ist irgendwie 37 und schon 32 gelaufen. Ja. Weltbewegend. Aber die Polizei hat Spass gehabt, 2 Stunden lang. Hat wahrscheinlich ein Vermögen gekostet. Ich habe am Schluss müssen Buß zahlen. Das ist Verkehrserziehung. Ist Verkehrserziehung. Die zweite Erfahrung war, jetzt musst du eine Steuererklärung ausfüllen. Jetzt musst du ganz genau angeben, was hast du geschafft. Bist du Zeitungen verteilen? Bist du das machen? Bei 18 bin ich noch im Gymi gewesen. Ich habe nichts anderes gemacht, als im Einkaufszentrum Wägeli gestossen in der Ferien, um Geld zu verdienen und so. Dann musste jeder rappen, ob ich am Velo, das Velo, wie oft, dass ich das Velo pro Tag brauche und alles. Oder, und dann, das wird einem eingetrichtert, dass man dann spätestens mit 30, 40 einfach das Gefühl hat, die meisten Leute, der Staat schaut schon. Kommen wenigstens über vom Staat. Ja. Sie müssen aber auch alles wissen. Und es ist auch okay, wenn sie alles wissen. Wenn du auf die Gemeinde gehst, musst du alles erklären, musst das, musst dieses, musst jenes. Aber die Leute werden so erzogen. Und wenn dann der Staat kommt und sagt, schaut, wir sorgen für euch, wir machen alles, wir kümmern uns um alles, aber wir müssen 3% mehr Steuern haben. Dann sagen alle, ja, was gibt es für Alternativen? Keine, okay. Mehr Schulden. Und dann haben wir Schulden, wenn wir nicht zahlen, genau. Mehr Steuern. Genau. Ja. Das ist das Problem. Das ja, ich muss sagen, ideell, weißt, ich sage ja, ich bin gespalten in dem Thema. Ich sehe einfach die Realisierbarkeit als das Problem. Grundsätzlich mit der Idee des Libertarismus, da habe ich viel Sympathie. Also, weil auch zum Beispiel auch die libertären Kreise in den USA, die sind ja gegen Gewalteinsätze, also gegen militärische Sätze im Ausland, weil ja das grösste Geschenk wäre, wenn die Amerikaner würden aufhören, fremde Länder zu bombardieren und so weiter. Das gibt es im Libertarismus und, gar nicht mehr. Genau, und darum ist ja, das ist eine sehr sympathische Bewegung. Und eben der Gerechtigkeitsbegriff ist halt dann auch eine Frage mit dem Erben und so. Aber dafür tun wir, weißt du was, wir haben noch ein paar Cliffhanger offen, weil ich wollte dich wieder mal in meinem Studio sehen. Ja. Dann lassen wir auch Elon Musk mal noch weiter tweeten. Ja. Und dann können wir in der nächsten Sendung vielleicht noch mal darüber reden. Okay. Kommst du mal vorbei? Ich komme wieder, ja. Ist das ein öffentliches Versprechen? Das ist, wo muss ich herschauen? Dort wahrscheinlich. Genau, da mal dort. Wieso ist der iPad Rosé Gold, Champagner Gold? Ich habe einfach verschiedene Farben genommen, damit man es unterscheiden kann. Ja, genau. Okay. Ja, das ist gut, ja. Das ist clever. Nein, ich komme gerne wieder, ja. Und eben Religion müssen wir, glaube ich, auch noch anpacken. Ah ja, und Tierschutz. Noch ein kleines Problem. Viele Libertäre, die ich kenne, sind extrem tierfindlich. Die sagen halt, ja, du hast ja Pech, man kann mit den Tieren machen, was man will. Und weißt du, wenn der Staat nicht mal mit Minimalregeln aufstellt, was ist denn? Das erstaunt mich jetzt, weil alle Libertären, die ich kenne, sind Vegetarier oder Vegan, weil sie sagen, die gehen dann so weit und sagen, das Non-Aggressionsprinzip gilt auch gegenüber Tieren. Das heisst, du darfst einem Tier keinen Schaden zufügen, weil es nicht dein Eigentum ist, logischerweise. Ah ja, jetzt können wir noch zwei Sachen sehen. Mein Vater hat gesagt, weißt du, jetzt haben wir das Tierschutzgesetz. Vor 200 Jahren hat man gewisse Bauern, die Sachen machen mit den Tieren, einfach gerade schlagen gegangen. Jetzt hat man einfach das Gefühl, der Staat regelt alles und man lässt alle Ungerechtigkeit einfach zu. Aber hat man noch etwas Besseres gesagt? Vor 25 Jahren hat er gesagt, die Lösung wäre, für jedes Gesetz, das man neu einführt, 2 Gesetze müssen abschaffen. Man sollte eine Initiative starten, die sagt, für jedes Gesetz, das man neu macht, müssen wir 2 abschaffen, oder minus 3 abschaffen oder 5 abschaffen. Und ich glaube, das wäre etwas, was uns beiden gut gefallen würde. Super Sache. Da habe ich auch noch so einen, wo ich auch finde, wenn man mal über das nachdenkt, macht es auch wahnsinnig viel Sinn. Habe ich auch letztens gehört, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, die einfachste Lösung für Frieden auf dieser Welt wäre, in dem Moment, wo irgendeiner, egal wo, auf dieser Welt sagt, wir müssen in den Krieg ziehen, den verschiessen. Ich kann mir kein romantisches Schlusswort vorstellen. Nein, das muss man sich mal durchdenken. Ja. Dann ist doch einfach das wieder vom Tisch. Und dann kommt der Nächste und sagt, nein, jetzt die Armee, los, weg. Es ist ja, steht davor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und ja, aber das ist der. Ja. Das muss ich wirklich mal überlegen. Wenn einfach anstatt, dass du 100'000 Leute verschiessest, verschiessest einen. Es wäre auch gut, wenn man sagen, wenn jemand zum Krieg aufruft, dass alle seine Verwandten und Bekannten mit in den Krieg ziehen. Das geht, das läuft das Gleiche. Und er aber auch. Ja, ja logisch. Im Prinzip, ja, der, wo, das geht das Gleiche, wie der, der sagt, ich will jetzt, dass meine Armee in den Krieg zieht, ob das eine Frau Merkel oder
ein Trump ist oder wer auch immer, ist völlig egal, oder ein Obama, dass der sagt, und ich gehe mit dem Banner voran. So, macht das. Die gehen ja nie. Das sind wir genau wieder dort. Wenn, wenn das private Firmen wären, würde er sich das dreimal überlegen, rechnet sich die ganze Übung. Ja. Ein Staatsoberhaupt, Merkel hat das gleiche Einkommen, ob sie den Krieg in Afghanistan gewinnt oder nicht. Die hat immer das gleiche Einkommen. Das geht der am Arsch. Und es stirbt dann niemand, wo... Genau. Ich würde so gerne über den Trump noch reden mit dir, aber ich glaube, jetzt bin ich schon ein bisschen auspowered, wie geht's dir? Ja, ich bin voll im Fahrt. Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir schon da. Ah, du bist voll im Fahrt? Ja. Gut, mal, also, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Von mir aus können wir weitermachen. Machen wir es da gerne. Ich rede noch über den Trump reden mit dir. Ja. Was haltest du vom Trump? Ich finde... Er hat verschiedene Seiten, sagen wir es mal so. Also, er ist sehr unterhaltsam. Die Medien würden, wäre momentan saure Gurkenzeit, 365 Tage ohne den Trump. Also, es gibt ja wirklich fast keinen Tag, wo nicht irgendeine Meldung kommt über ihn. Finde ich, spricht grundsätzlich für ihn. Wir haben da so Schlaftabletten bei uns im Bundesrat, wo man findet, die haben einfach 4-5 Jahre Geld genug geschlafen, nichts bewegt. Da ist mir Trump sympathischer. Ich finde, politisch gesehen, ich meine, ich sehe nicht komplett dahinter, aber politisch gesehen, einfach rein weltpolitisch, neue Kriege anzettelt, null. Widersprich mir. Ey, ich bin Fan von dir. Widersprich mir. Und das ist das Kernkriterium von allen. Neue Kriege anzettelt, null. Ja. Leute umgebracht, aktiv oder halb passiv, extrem wenig. Wirtschaft, angeblich gemäss seinem Weissen Haus, weiss nicht was, Report, auf einem Höchststand, Arbeitslosenzahl auf einem Höchststand. Nicht Tiefstand. Auf einem Tiefstand, ja. Ob er dann dumme Sprüche macht und mal irgendwo mit der falschen Hand einem Tank gibt oder seiner Frau den Regenschirm nicht anhebt, also, ist mir scheißegal. Da kann ein Obama, Entschuldigung, 100-mal der liebe Familienvater sein und Hündli streicheln und seiner Frau 5-mal sagen, wie er sie liebt und alles. Wenn er zwei Kriege anzettelt und unter dem Strich eine halbe Million Tote auf dem Konto hat oder noch mehr, finde ich den Trump besser. Hey. Tut mir sehr leid. Du hast einen Freund gewonnen. Das finde ich wirklich spannend. Ich finde Trump auch, es ist ja zum Teil seine Strategie, aber wenn man wirklich abkoppelt, was er sagt und was er macht, dann muss man sagen, auch wenn er das Klimaabkommen gekündigt hat und man auch noch zwei Meinungen hat, würde ich einem nicht missfallen. Aber wirklich Konsequenzen sind von seinen Entscheidungen, muss man sagen, der Trump ist für alle außerhalb von Amerika der beste Präsident, den Amerika seit langem hatte. Aber komischerweise findet man fast nichts Gutes über ihn. Und das werden wir zum Beispiel fast über die Medien reden. Wir werden über die Medien auch noch reden. Ja, genau. Es ist so krass. Und was mir eben auch aufgegangen ist, ich mag mich erinnern, so vor 10 Jahren, wo Obama gewählt worden ist, ich habe die Inauguration brüllt. Soll ich dir jetzt noch etwas sagen? Jetzt haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Ich habe sogar noch ein Lied gemacht mit seiner Rede, weil ich so erschüttert war, positiv. Genau das, wo er seine Rede. Ich habe hier die schwarze Drehreihe, yes, was das bedeutet. Bla bla bla, yes we can. Und alle am Durchdrehen. Ich aufgenommen, Record, am gleichen Tag noch ein Lied veröffentlicht und gesagt, jetzt der Messias ist da. Ich bin auch auf das reingefallen. Ja. Und er hat da, ist bis heute ein jovialer, sympathischer Typ. Ist sicher lässig mit ihm zu diskutieren. Wahrscheinlich ist aber auch George Bush privat noch ein sympathischer. Also, das ist nicht der Maßstab. Das Kriterium ist ja, was macht es mit der Politik? Und da ist beim Obama, das ist die bitterste Enttäuschung. Und so nicht einmal, dass er eben alles Zeug behauptet hat mit der Rede in Ägypten, die er gehalten hat, Kairo-Rede und alles, all das leere Zeug. Er hat Drohnenkrieg erfunden, hat Guantanamo dazu gemacht, den Heißregner König, die Republikaner, was gar nicht stimmt. Er hat es können schliessen. Natürlich hat der Präsident die Möglichkeit, etwas zuzumachen, wenn er es halt notfalls hätte freilassen oder zugeschickt in die Länder. Er hätte es wieder mal können machen und er hat es nicht gemacht. Und beim Trump, klar, er ist kontrovers und alles und er redet Scheiße und er macht zum Teil wirklich Zeug, wo spalterisch ist und zum Teil sagt er auch lächerliche Sachen. Aber was ich muss sagen ist, er hat natürlich in diesen 2 Jahren erst mal lieber keinen Krieg gestartet und er hat eigentlich mehr bewegt als Obama in seinen 8 Jahren. Wenn du wirklich überlegst, was er medial gemacht hat. Ich hatte zu Obama-Zeit wirklich das Gefühl gehabt, CNN, okay, Sponato, das sind alle westlichen Medien, aber grundsätzlich ist das relativ neutral und Fox News ist voll rechts. Breitbart ist für den Dreck und so weiter. Später ist das erst gekommen. Und ich habe das lange geglaubt, aber seit dem Trump, wenn du dich wirklich mit dem Zeug auseinandersetzt, wenn du wirklich die Nachrichten lesest, wenn du wirklich anfängst, dir Mühe zu machen, zu überlegen, wieso dass Trump gewählt worden ist, wieso dass die Leute, die vielen, vielen Amerikaner, also gerade etwa die Hälfte der Amerikaner haben ihn gewählt, wir haben das Gefühl, das ist ein Psychopath. Und wieso wählt die Hälfte der Amerikaner ihn? Bis man merkt, bis man mal anfängt, Fox News zu lesen,
Natürlich ist es auch Propaganda, natürlich ist es einseitig, aber du musst die andere Seite lesen, um es zu verstehen. Und das Gleiche, ich weiss nicht, wenn man für einen Gegensatz jetzt das erste Mal, der Putin zum Beispiel, wenn man nur westliche Medien liest, dann hast du das Gefühl, das ist ein grösser, wahnsinniger Nationalist. Oder er ist geisteskrank. Weil man hat das Gefühl, was er macht in Syrien, was er macht in der Krim, was er macht in Georgien, das ist einfach nur, weil er quasi Europa langsam erobern oder weil er sich etwas will. Dabei hat er handfeste realpolitische Gründe. Aber die realpolitischen Gründe, die findest du nicht in den Massenmedien. Mhm. Du musst, so schlimm es auch ist, du musst Russia Today lesen und plötzlich merkst du, dass Russia Today und das ZDF oder AD Tagesschau, es ist beides einseitig. Vielleicht ist Russia Today noch ein bisschen einseitiger. Aber am Schluss, ja, aber die sind deklariert. Das ist der Unterschied. Ja, genau. Man weiss es dann zumindest, dass es ein Staatsmedium ist und die anderen tun so, als ob es wäre. Und da ist es mich wahnsinnig frustriert, wenn du nämlich einfach nur westliche Medien liest, dann hast du kein Bild von Putin. Du hast das Gefühl, das ist ein Psychopath. Und auch beim Assad hast du das Gefühl, das ist ein Psychopath. Dabei, es hat ganz wenig Psychopathen unterwegs, sogar ein Kim Jong-un, wo man kann sagen, der hat viele Symptome von einem Psychopath. Auch er will am Schluss am Leben bleiben. Und auch er macht Realpolitik, die am Schluss sein Regime sichert. Und es hat wirklich wenige Typen, die wie einen Hitler jetzt einfach nur irrational Menschen umbringen, weil sie das Gefühl haben, dass sie so einen Arier-Typus oder so kreieren. Und da ist mich extrem frustriert. Und da ist mich auch frustriert auf Facebook mit den Leuten, die Trump immer verunglimpfen. Also verunglimpfen würde ich heute nicht verteidigen. Ich hätte ihn nicht gewählt, aber überlege dir mal die Alternative. Wir haben Hillary Clinton geworden, die gelacht hat. We came, we saw, he died. Genau, magst du dich erinnern. Und dann haben wir leider auch keine Kontroversen erzählen. Nein, überhaupt nicht. Und zum Putin auch nicht. Ich finde den Putin grossartig. Also Putin wäre sogar noch einer, gut, ich wohne jetzt nicht in Russland, ich kann es nicht eins zu eins, aber einfach vom Typ her, wenn ich schaue, klar ist auch alles Propaganda, aber vom Typ her, sein Lebenslauf, was er jetzt, wie er auftritt, wie er sich äußert in den Interviews, wie und so, das wäre sogar noch so einer, wo ich noch würde sagen, okay, der darf meinen libertären Staat darf der noch führen. Ich glaube, dem würde ich es noch zutrauen. Ja. Nein, auch wenn er halt auch Journalistenmord gibt und wo man weiß, man weiß nicht genau, was dort läuft. Ja. Aber weiß man nicht genau. Was eben ganz spannend ist, weißt du, ist der Putin gewählt worden, dann sagt man immer, man redet vom Regime, man redet vom. Oder man sagt nicht der Präsident. Aber wenn man sich überlegt, in Deutschland ist Merkel Präsidentin oder jetzt Bundeskanzlerin geworden mit etwa 32% Stimmen. Ja, ja. Und der Putin, und das bestreitet niemand ernsthaft, der Putin ist mit etwa 77% gewählt worden. Schon viel gebracht, also. Und jetzt kann man schon sagen, gleich schaltet die Medien. Aber die Russen sind auch nicht doof. Und mein Bruder ist schon viel in Russland auch unterwegs und interessiert sich für die Kultur. Und er hat mir auch ein Video gezeigt, da ist ein Engländer auf den Roten Platz gegangen, die Leute einfach interviewen. Die Leute finden Putin einfach ein super Typ. Mhm. Und ich weiss auch wieso, weil unter ihm ist die Wirtschaft aufgegangen, unter ihm sind die Löhne aufgegangen, die Renten sind aufgegangen und so weiter. Und Russland ist ja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich auf der ganzen Welt wenig Völker, die mehr gestraft worden sind in den letzten 300 Jahren. Mhm. Zuerst unter den Zaren und dann unter den Kommunisten, oder umgebracht worden, Massenmord im grossen Sinn. Dann ist der Ausverkauf gekommen von Gorbatschow und Jelzin. Und der Putin ist dann der, der wirklich mal den Ausverkauf gestoppt hat. Die Oligarchen hat gesagt, mehr oder weniger gesagt, ich könnte das Geld behalten, aber jetzt sind sie ruhig. Und den Leuten geht es jedes Jahr besser. Und in unseren Medien liest man von dem nichts. Als ob er nur gewählt worden wäre, weil die Russen nicht selber denken können. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, die ganzen Argumente. Und immer noch latent den Leuten reinlassen, von wegen, ihr müsst aufpassen, wenn ihr dem eins den Finger breit gebt, ja, dann fällt der gerade über Europa hinweg und nimmt alles dabei. Der macht ja gar keine Anstalten. Genau. Der macht das seit 20 Jahren keine Anstalten. Und dann ignoriert man einfach, dass unter dem Obama oder Bush sogar schon, dass man angefangen hat, Langstreckenraketen zu positionieren. Ja, eben. Voilà. Angeblich zum Iran bombardieren, wo jeder auch weiss, das ist nicht das Ziel. Und was der Putin gemacht hat, ist einfach zu sagen, da ist jetzt unsere Linie. Stopp. Ja, genau. Jetzt, gemäß Abmachung, oder? Nein, ich würde mal gemäß Abmachung. Ich kenne mich nicht genau aus, aber anscheinend hat die EU und NATO die Grenzen schon verschoben, oder? Ja, genau. Das ist ja dann nicht wirklich schriftlich festgehalten, aber es ist verbürgt, aber auch unter dem Gorbatschow, das sagt er ja selber auch, dass man ihm gesagt hat, dass die NATO keine Osterweiterung mache. Ja, weißt du, das war ja quasi der Deal, dass er es nicht macht. Genau. Und dazu kommt eben die Schnapsnase Jelzin, oder? Und meine, das Zeug, am Schluss mal einfach zu sagen, Russland ist ein Jahrtausend altes Volk. Und wenn jetzt halt damals 10 Jahre lang in der Übergangsphase alles drunter und drüber gegangen ist, da heisst ja nicht, dass der Putin nicht das Recht hat, zu sagen, also ich würde mal wissen,
Entschuldigung, ich meine Gedanken nicht fertig führen, ich weiß es, aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, was wäre jetzt zum Beispiel, wenn die Russen würden auf Kuba, ah, da haben sie ja gemacht, Raketen stationieren, die Amerikaner drüllen durch. Wenn jetzt die Russen würden kommen oder die Chinesen würden kommen, mit Mexiko einen Deal machen und dann dort Waffen stationieren, die würden durchdrüllen. Und natürlich drüllt der Putin durch, also er eben nicht, er bleibt sehr sachlich. Ja, ja. Aber er sagt einfach, wieso soll ich meine Schwarzmeerflotte aufgeben, meine Atom-U-Boote? Einfach darum, weil jetzt die Ukraine meint, wie es einen Putsch gibt, der übrigens sehr umstritten ist, wie er abgegangen ist. Wahrscheinlich war es sogar dann noch völkerrechtswidrig und die Scharfschützer, die Leute verschossen haben, wahrscheinlich von der CIA etabliert. Da sind da 5 Milliarden Dollar geflossen, die niemand bestreitet. Du weißt, dass spätestens jetzt YouTube uns als Verschwörungstheoretiker einstuft. Aber ja, ist egal. Für meinen jungen Kanal, also gesperrt. Ja, musst du aufpassen, dann müssen wir aufpassen. Genau. Nein, aber da sind wir 100% d'accord. Also was ich wirklich für mich die grösste, eigentlich ist es nicht mehr eine Frage wirklich, aber gleich frage ich mich jeden Tag, wieso, dass die ganzen Mainstream-Medien, inklusive zum Teil sogar noch das SRF, wo ja wirklich mit dem Ganzen eigentlich gar nichts zu tun hat, einfach das Spiel mitmachen. Und einfach eben, wenn ein russisches U-Boot vor Schweden irgendwo umkreuzt, gibt es so eine Geschichte. Russland, aber die Amerikaner kommt, im chinesischen Meer, kein Problem. Ja, oder eben Deutschland verschiebt irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 500 Panzer an die polnische Grenze oder irgend so. Und dann sagt man nichts. Oder dann kommt einfach schnell, kurz notiert, ich gemerkt, Panzer verschoben. Ja. Sobald es ums Thema NATO geht, ist die westliche, ich würde sagen, zum Teil haben wir schon funktionierende Medien, aber sobald das Thema NATO fällt, ist es vorbei. Dann ist es einfach vorbei. Wenn das Thema Europa fällt. Ja, EU, ja. Ja, eben. Und sie sagen Europa, weil es gleich ist wie die EU. Genau, das bin ich auch schon reingekriegt. Ja, das ist genau das. Oder? Genau das. Nein, das ist ein Wahnsinn. Was ich finde faszinierend. Mein Bruder ist, ich habe gesagt, ich komme zu Gast über, der für Libertarismus ist. Mein Bruder ist sehr links, kann man sagen. Also, darf ich schon sagen, eher links. Und er hat gesagt, er muss ja gar nicht zulassen, weil zum Thema wissen, also wir wissen, und ist nicht mehr offen zu dem Thema. Aber wenn er jetzt da gehört, was du über Russland, wenn wir über Trump und Russland sagen, dann glaube ich, kann ich jetzt auch noch einen Grund zu sagen, schalt ein. Ja, also einschalten, also unbedingt einschalten. Genau, ich sage mal. Nein, ich meine, das schließt sich ja aber alles nicht aus. Man muss ja sehen, jetzt kommen wir nochmal schnell wieder zurück zum Libertarismus. Schöne, der Zauber, die Magie am Libertarismus ist, wir haben ja gar nichts dagegen, wenn du sagst, ich finde den Putin super, ich möchte mit dem Putin und mit 200 Millionen Russen zusammen ein Land gründen, das so und so funktioniert, mit dem Putin als Oberhaupt. Machen die das? Da hat kein Libertärer hat etwas dagegen. Das Problem ist, man kann nicht Land verschieben. Man kann nicht sagen, mein Flecken doppelt da. Aber das muss ja auch gar nicht. Das muss doch auch gar nicht. Aber dann haben wir das. Wir haben ja da eine Gesellschaft. Du kannst ja eine Abstimmung lancieren. Wenn eine Mehrheit nicht mehr will in dieser Gemeinschaft leben, dann sind wir nicht mehr in dieser Gemeinschaft. Ja, aber ihr Doppel oder Wiel oder der Kanton Thurgau kann sich ja nicht aus der Schweiz. Ich meine, Jura hat es ja probiert. Es gibt immer wieder Kantone, die probieren, sich irgendwo abzuspalten. Schau mal, was in Barcelona war, überall. In dem Moment, in der Schweiz geht es nicht, in der EU geht es nicht. In dem Moment, weil der Staat Macht verliert. Die haben nur Angst vor dem. Wenn der Kanton Zug plötzlich würde sagen, du, wir sind reich genug, wir haben keine Lust mehr, zum anderen Kanton zu zahlen. Wir machen hier einen Haken rundherum, wir sorgen für uns selber, wir machen unsere eigene kleine Armee, ist alles schön und gut, lecken uns. Gut Deutsch. Hast du das Gefühl, Bern würde sagen, ja, yes, ist cool. Nein, würde es nicht. Und das ist ein zähes Gefängnis. Und ich bin auch, ich finde wieder die Ehe, wenn einer will gehen, dann sollen sie sich trennen. Da bin ich, wenn eine Partei sagt, ich will nicht mehr dabei sein, dann sollte man gehen lassen. Genau, gehen lassen, klar, alles super regeln, sagen, was haben wir für dich Genf gemacht, hat ja so was machst du für dich? Bei den 80er Jahren, da hat es auch so eine Bewegung gehabt, die Genf abspalten. Ja. Ja, hätte man sollen gehen lassen. Ja, natürlich. Ja. Du musst doch gehen lassen. Bringt doch nichts. Klar, sauber abrechnen, eben wie in der Ehe oder so. Nicht einfach sagen, okay, tschüss, ciao, da ist der Schlüssel, ade bestens. Schon noch schnell abrechnen, alles auf den Tisch legen, sauberer Schnitt, Tag, fertig, Schluss, weißt, Übergangslösung. Apropos abrechnen, der Brexit ist also etwas interessant. Der Spiegel hat jetzt seit einem Jahr nur mehr erzählt, wie dumm die Briten sind und wie doof und wie das nie wird zustande kommen, was für illusionäre Vorstellungen das die May hat und so. Und jetzt habe ich gestern oder heute das erste Mal gelesen, dass sich hier eine Annäherung gegeben hat. Und jetzt merkst du, wie sie ihre Narrative verändern. Weil am Schluss wird es ja höchstwahrscheinlich einen Deal geben. Weil am Schluss sind die Briten sind ein Viertel von der Wirtschaftsleistung der EU. Genau. Und es schadet der EU auch brutal, wenn man das einfach absagt. Die deutsche Industrie mit Auto und allem Zeug. Genau. Und das ist auch so ein Narrativ. Also ich sage nicht, dass es garantiert wird funktionieren. Dafür sind wir im Jahr Lügen gestraft. Aber das einfach, dass man die Briten gehen lassen. Und dann würden die Briten anfangen, dort mal ihre Steuern senken. Die können ja so viele Sachen machen, die der EU so brutal wehtut. Es ist nicht so, dass sie keine Druckmittel hätten.
Und ich weiss genau, am Schluss wird es einen Deal geben, aber jetzt wird nur geredet, wenn du in den Foren liest, auch bei Spiegel Online, beim Brexit hat es wirklich gut funktioniert. Dort hast du nur noch Leute, die die Briten doof finden und sagen, sollen wir ziehen lassen, die Arschlöcher und weiss ich was. Dort hat es wirklich funktioniert. Bei anderen Sachen, bei Russland zum Beispiel, funktioniert es nur sehr schlecht. Da hast du einen grossen Anteil von der Bevölkerung, der auch merkt, dass da etwas schief ist. Mhm. Ja. Ja, das ist auch so das Thema. Aber eben auch dort, klar, ich verstehe ja die Interessen dahinter. Da sind wir auch bei der No-Bilage. Da sind wir auch wieder gleicher Meinung. Das ist einfach, das ist einfach langweilig. Es wird langweilig. Aber ich verstehe ja, dass wenn ich beim Staatsfernsehen angestellt werde und mein Geld vom Staat bekomme und der Staat gern mit Europa ins Bett geht, dass man dann beim Staatsfernsehen nicht anhockt und sagt, alle zusammen, ich finde die EU scheiße. Das geht nicht. Das geht ja einfach nicht. Wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Es ist ganz einfach. Und es geht auch um den Gruppenzwang. Weißt du, wenn alle anderen Journalisten oder zusammen schaffst, eine andere Meinung haben. Du hockst den ganzen Tag mit denen dort im Restaurant im Leutschenbach, dann tust du deine Sendung vorbereiten, dann das und das und das. Wie lange geht es, wenn du jetzt als. Wie viele SVPler gibt es bei der SRF? Null. Keine Ahnung. Null. Null. Ja. Ist einfach null, also es geht nicht, weil wenn du nicht drin bist, irgendwann hockst du allein zum Mittagessen und irgendwann gehst du wieder, oder? Dann gehst du zu der Welt hoch. Auch erleuchtend war, als Daniele Gans auf Besuch war und dann ist er der so vom Breuer so, das ist ja wirklich ein faschistoider Moment gewesen dort, also jetzt finden wir uns auch mal einig. Und dort danach, ich glaube im gleichen Jahr, im nächsten Jahr, ist er zum Journalist des Jahres gewählt worden von seinen Journalistenkollegen. Ja, der Typ, ist unglaublich. Nein, das ist grossartig. Also die Sendung, ich bin dort gerade in Thailand in der Ferien gewesen. Ich vergesse, das ist also fast ein 9-11, ist jetzt ein böser Vergleich, aber es ist fast so ein Moment gewesen. Ich weiss noch genau, ich bin am Pool auf der Liege gelegen und habe das einfach gefunden. Jetzt mal wieder etwas Schweizer Politik, einfach aus lauter Langweil aufgeklappt und dort Arena geschaut. Unglaublich. Ich weiss, es war nicht mal live gewesen. Und ich bin fast in den Pool hineingegangen. Ich habe nicht gewusst, ob ich den Laptop in den Pool hineinschmeißen soll, ob ich selber in den Pool hineingumpen oder den Breuer in den Pool hineinschmeißen. Ja, das hätte ich am liebsten gemacht. Oder auch der Schawinski, tut mir leid. Ja, genau, aber es ist wirklich, also das ist wirklich, das ist der Gipfel. Was die dort abgezogen haben. Also dass da, nachher hat es irgendwie eine halbe Rüge hat's ja noch gegeben. Ja, irgendwie so. Ja gut, ich habe auch unterschrieben. Es sind fast 500 Euro. Aber was ist das? Was nützt? Nichts. Kürzt es seinen Lohn? Nein. Kürzt es nicht. Einfach null. Nichts. Das ist ja das Elend. Aber Max Schreiner, Eva Herrmann, natürlich. Das war auch mein Moment. Das war vergleichbar. Ja, da haben wir etwa fünfmal angeschaut und gedacht, hey, wenn du das mehrmals anschaust, das Video auf YouTube, und schaust, wie das inszeniert ist, wie er schon, und dann tun sie abgesprochen. Das ist schon abgemacht. Das ist alles abgesprochen. Ja. Die eine steht auf und der andere sagt, sie können doch nicht. Und der sagt, und weißt du. Ja, ich weiss, ich habe es ein paar Mal geschaut. Horror! Und sie hat nur gesagt, Entschuldigung, ich habe nur Autobahn gesagt. Genau. Ich habe nur Autobahn gesagt. Sie hat gesagt, man kann auch Autobahn sagen. Genau. Ja, genau. Und was sie auch recht hat. Ja, natürlich. Nein, also bitte. Und bei beiden Fällen, beim Daniel Ganser und bei Eva Herrmann, sind Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen und nicht nur aus dem Zusammenhang gerissen, falsch zitiert worden bei Eva Herrmann. Falsch zitiert. Und nie entschuldigt und nichts. Ja. Nein, das ist Wahnsinn. Das ist das Gleiche wie beim Trump mit «These people are animals». Oder wo er den Behinderten nachgemacht hat, behinderte Journalisten, der hat schon 20 andere Situationen in Mimik gemacht, der hat gar keinen Bezug gehabt. Das ist eben da, weißt, wenn wir jetzt über Trump reden und ihn verteidigt, haben wir einen Zuschauer und Zuhörer, die denken, wir spinnen. Weil sie sagen, wir sagen da quasi Verschwörungstheoretiker in einer Cloud, aber in einer Wolke, in einer Bubble. Und natürlich sind wir genau der anderen Meinung. Wir haben das Gefühl, die anderen sind in der Bubble. Und ich sage immer, es braucht ein Erweckungserlebnis. Ein Thema, wo du dich richtig gut auskennst. Oder wo du selber Partei bist. Mhm. Und dann einmal merkst, dass die Medien mit dir machen, manchmal bösartig, manchmal einfach dumm. Ich bin mal zitiert worden, einfach falsch zitiert. Von einem Mitbewerber, wo ich eine Firma kann, haben sie einfach mein Zitat an meinem Mitbewerber ins Maul hineingelegt. Das habe ich gesagt. Aber sie haben es einfach ins Maul. Nicht bösartig, einfach nicht überlegt. Oder? Und wenn man dann mal merkt, wie die Medien wirklich arbeiten, und eben wie das eben auch, wie es Menschen, sage ich mal, da muss man gar kein Verschwörungstheoretiker sein, um einfach zu sehen, es ist nicht verlässlich, was da passiert. Und es ist gut, dass es Podcasts gibt. Nicht unbedingt der da, aber zum Beispiel noch viele andere. Der auch. Dank der kontrovers Leute, gestartet, harmonisch geändert. Genau. Ja. Genau, wenn wir es langsam abrunden, jetzt sind wir lange dran. Aber er ist super gewesen, hat mega Spass gemacht. Hat wirklich Spass gemacht. Jetzt, ich bin wirklich am Überlegen, wo wir noch eine Religion sind wir nicht weit auseinander. Tesla sind wir sicher gleicher Meinung. Was haben wir denn noch? Tierschutz, wahrscheinlich auch 95% Übereinstimmung. Was haben wir noch? Haben wir noch etwas zum Streit? Jetzt für nächstes Mal. Überlegen wir etwas. Ich habe schon noch kontroverse Themen, die mir dann wahrscheinlich in den Sinn kommen. Aber man muss sagen, weißt, man muss nicht immer streiten. Nein, was mich auch noch interessiert, ist eben noch, in diesen normalen Sendungen, ich habe letztens gehört, in einer CNN-Folge, haben jetzt 10 Experten eingeblendet, oder 9 Experten eingeblendet,
Und jeder hat im Schnitt, ich glaube, die Sendung ist in die 8 Minuten gegangen. Und dann 10 Leute am Screen. Ja, und jeder kann seine Sprachfetze reinwerfen. Ja, das ist nichts. Eben, dass man kann Sachen ausdiskutieren. Aber wir müssen gleicher Meinung sein. Wir können dann Zuhörer haben, die etwas posten. Und wir können nachher die Ideen aufgreifen. Und für das wäre spannend, ja. Noch jemand Lust, wir können jemanden zuschalten über Skype oder so. Und eine Gegenmeinung bringen. Da sind wir alles offen. Wir brauchen einfach Leute, die den Mumm haben und die gut können argumentieren können. Und wir sind offen für alles. Offen für alles. Ja. Hat mich mega gefreut mit dir. Hey. Und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Mike. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Gerne.